ich freue mich sehr, heute Abend durch den Abend führen und ein wenig moderieren zu dürfen. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen an unsere drei sehr spannenden Gäste auf dem virtuellen Podium. Ich würde gerne zur Einführung beziehungsweise vielleicht besser zur Hinführung einen ganz kleinen Abriss über das Thema Ihnen geben heute Abend. Wirklich nur ein paar Sätze, bevor wir dann tiefer in die Diskussion gehen. Und genau, würde einfach einmal kurz was über ja, unser Thema Schwangerschaftsabbruch, der Titel ist ja zwischen Recht, Akzeptanz und Tabu, dazu sagen. Wir haben in Deutschland im Jahr ungefähr 100.000 Schwangerschaften, die abgebrochen werden. Ungefähr jede neunte Schwangerschaft ist das tatsächlich. Und die politischen und die ethischen Debatten um diese Thematik ziehen sich aber relativ weit in die Vergangenheit zurück und stehen bis heute auf der Agenda. Die aktuelle Debatte, um die es heute auch gehen soll bei unserer Diskussion, hat sich vor allem in den letzten Jahren rund um den Paragraphen 219a wieder entzündet. Und der besagt aktuell, die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch ist verboten, also untersagt diese Werbung. Vor 2 Jahren gab es übrigens eine kleine Reform rund um diesen Paragraphen. Vielleicht kennen Sie besonders den Fall Christina Hähnel aus den Medien, die 2019 zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Und das ging relativ prominent durch die Presse und durch andere Medien. Den Paragraphen 219a gibt es tatsächlich seit 1933. Der wurde also mit Beginn der nationalsozialistischen Machtergreifung eingeführt. Die Diskussion um das Werbeverbot geht allerdings viel weiter zurück, bis in die Weimarer Zeit und auch schon bis in die Zeit des Kaiserreichs. An die Frage beziehungsweise an den Paragraphen 219a, also an diesen Paragraphen zum Werbungsverbot, zum Schwangerschaftsabbruch, schließt sich eine breitere Frage noch an, nämlich die Frage, soll oder darf der Staat überhaupt in die reproduktiven Rechte und in die reproduktive Selbstbestimmung eingreifen? Und das ist letztlich dann die Be Debatte um den dazugehörenden Paragraphen 218. Der besagt nämlich, Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich verboten, unter bestimmten Voraussetzungen aber straffrei möglich. Und für die Straffreiheit gibt es verschiedene Indikationen, zum Beispiel eine medizinische Indikation, juristische, psychosoziale Faktoren und auch weiteres. Dazu hören wir sicher nachher noch einiges mehr. Voraussetzung für den Abbruch ist dann der Nachweis eines Beratungsgesprächs der Schwangeren. Die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung soll den Interessenskonflikt zwischen dem ungeborenen Kind und der Mutter möglichst ergebnisoffen moderieren, um dann eine Entscheidung herbeiführen zu können. Anders als der Paragraph 219a ist der Paragraph 218 ein wenig älter und geht tatsächlich zurück aufs Kaiserreich. Also auch hier die Diskussion ist schon älter. Das erste Mal gesetzlich beschlossen wurde er 1871. In der Weimarer Zeit gab es dann einige schüchterne Reformen und mit der Machtergreifung wurde wieder alles verschärft. Und unmittelbar nach 1945 war 218 erstmal kein großes gesellschaftliches Thema. Erst wieder mit dem Aufkommen der neuen Frauenbewegungen in den 60er Jahren wurde breiter und öffentlicher dann diskutiert. Wobei Schwangerschaftsabbruch natürlich schon immer ein Hauptthema der Frauenbewegung seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert gewesen ist und das auch bis heute bleibt. Also die Debatte ist ja auch für uns, deswegen sind wir heute Abend hier sehr aktuell. Man könnte eigentlich meinen, dass seit dem berühmten Stern-Titel Wir haben abgetrieben von 1971, der damals ein Tabu sondergleichen war, sich eigentlich einiges geändert haben sollte. Die Rechtslage hat sich jedoch kaum verändert und das Tabu besteht eben bis heute. Zugespitzt möchte ich kurz noch sagen, steht hinter dieser Diskussion um die beiden Paragraphen 218 und 219a eigentlich zwei, stehen eigentlich zwei Haltungen sich gegenüber, nämlich pro-Choice und pro-Life, wenn man das mal so auf den Punkt zuspitzen darf. Auf der einen Seite also die Haltung für die Wahlmöglichkeit, die besagt, die schwangere Person soll das volle Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper haben. Und auf der anderen Seite die Haltung, die eben das ungeborene Leben teilweise sehr radikal schützt
und das Recht des Kindes auf Leben über das Recht der Selbstbestimmung stellt. Natürlich sind das keine jetzt zwei irgendwie homogenen Gruppen, sondern Überbegriffe für soziale Bewegungen. Ich habe das jetzt zugespitzt. Dahinter stehen verschiedene Gruppen, Bündnisse, Vereine, verschiedene Parteien. Die Kirchen sagen auch was dazu. Die Debatte an der Beta Debatte beteiligen sich viele verschiedene AkteurInnen. Es ist ein breiter Diskurs. Und ich freue mich deswegen, heute Abend mit drei ExpertInnen sprechen zu dürfen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen damit auch direkt ins Gespräch. Jetzt bin ich noch einmal kurz abgelenkt vom Chat, aber dann war es das. Okay. Ich glaube, das hatte sich erledigt. Wunderbar. Ich würde gerne mit einem, da wir unseren Abend heute ja rund um den Paragraphen 219a, um das Werbungsverbot für Ärztinnen und Ärzte eigentlich begonnen haben, die erste Frage direkt an Herrn Professor Matthias David richten, nämlich mit der Frage, was hat sich denn eigentlich seit der Reform vor 2 Jahren verändert und wie wirkt sich der Paragraph auf die Arbeit von Ärztinnen aus und was dürfen Ärztinnen denn eigentlich tun? In der Klinik hat sich nichts verändert. Das hat sich nicht ausgewirkt. Sie fragen im Übrigen den Falschen, weil die Auswirkungen eben letztlich in der, wenn überhaupt, in der Niederlassung sind. Ich habe mit dem Paragraphen 219a keine Probleme. Das will ich auch ganz deutlich sagen. Ich denke, dass man für einen Schwangerschaftsabbruch wie für jede andere Maßnahme nicht werben sollte. Das Problem ist die Auslegung und die Folgen für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das ist sehr unterschiedlich, wie ich aus Diskussionsrunden inzwischen weiß, die beim Ministerium, bei Pro Familia, aber auch beim Bundesministerium für Familie in den letzten anderthalb Jahren in regelmäßigen Abständen gelaufen sind. Es gibt durchaus Gegenden in Deutschland, eher im Südwesten, wo es für frauenärztliche Kolleginnen und Kollegen ein Problem ist, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten bzw. dies bekannt zu machen, weil sie dann entsprechend bedroht werden, entweder virtuell oder wohl zum Teil tatsächlich. In welcher Größenordnung das so ist, dazu kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es, wie gesagt, in einem Raum wie Berlin oder Hamburg oder sagen wir mal, dem nördlichen Bereich der Bundesrepublik kein Problem ist. Wenn Sie sich die Anbieterliste anschauen vom Bundesministerium, auf diese Liste werden wir ja wahrscheinlich noch kommen, wo alle, die einen Schwangerschaftsabbruch anbieten, sich eintragen können, dann können Sie eine Linie ziehen, etwas unterhalb von Frankfurt am Main nach Erfurt rüber und alles, was da drüber ist, da gibt es genügend Angebote. Und alles, was da drunter ist, da gibt es zum Beispiel, ich sag mal, Augsburg, gibt es niemanden, der sich dazu bekennt, dass er Schwangerschaftsabbrüche macht. Das könnte, ich bin ganz vorsichtig, Sie werden sehen, dass ich im Verlauf des Abends auch versuche, an Zahlen zu bleiben und nicht an Vermutungen. Das könnte eine Auswirkung dieses Urteils sein. Und noch ganz zum Schluss, 218 in dieser Ausprägung gibt es seit 1871. Also da muss ich Sie leicht korrigieren. Das hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Im Gegenteil. Also wir feiern im Prinzip, wenn man das so feiern sagen will, 150 Jahre, kann man sagen. Ja, 150 Jahre Paragraph 218 und eben auch die 50 Jahre seit diesem berühmten und ja vieles angestoßen habenden Titelbild des Sterns. Da gibt es ja einige Protagonisten, die da drauf sind, die noch leben. Und da fände ich sehr interessant, wenn sich jemand mal mit diesen treffen würde. Also ich denke mal, Senta Berger könnte viel Interessantes sagen. Aber das ist ein Nebending. Also, das ist mein Statement zu Ihrer Frage. Ja, vielen Dank für den Einstieg. Dann gebe ich das doch gleich nochmal weiter an Sarah Diehl, die ja, haben wir eine Vorstellung kurz gehört, aus ja, feministischer Perspektive tätig ist und da auch aktivistisch tätig ist, wenn ich das so sagen darf. Und würde Sie gerne darum bitten, vielleicht könnten Sie das nochmal vertiefen, was ich vorher angerissen habe. Also wie sind denn eigentlich die Konfliktparteien?
Und ja, vielleicht können Sie auch noch mal ergänzen zu der Frage rund um das Werbungsverbot. Ja, also meine Erfahrungen kommen ja eben aus einem ganz anderen Bereich, nämlich dass ich tatsächlich in der Praxis versuche, Abtreibungen zu organisieren für Frauen. Ich kann dazu sagen, dass wir tatsächlich auch ziemlich viele Anfragen auch von Frauen in Deutschland bekommen, obwohl wir ja eine Organisation sind, die für polnische Frauen gedacht ist. Also wir sind dafür gedacht, dass wir eben Frauen helfen, die in Polen halt überhaupt keinen Zugang mehr zur Abtreibung haben. Selbst dann, wenn es noch legal wäre, finden sie nämlich in den meisten Fällen keine Ärzte, die ihnen helfen. Und dennoch, ja, bekommen wir, also wir haben das auch nie in Statistiken festgehalten, aber das ist keine Seltenheit, dass wir Anfragen aus Deutschland bekommen. Und da geht es halt ganz oft schon um die Frage, ich habe keine Informationen gefunden. Ja, ich habe mich auch in gewisser Weise geschämt, irgendwo zu fragen. Denn man muss ja auch wirklich überlegen, was heißt das wirklich in der Praxis für die Frauen? Also nicht einfach nur, was heißt das auf dem Papier, wie das jetzt klingt, sondern wirklich, wie setzt sich das um in die Lebensrealität von Frauen? Und da hören wir halt schon die Rückmeldung, dass es Frauen eben auch peinlich ist, sozusagen sich die Finger wund zu telefonieren nach einem Arzt oder einer Ärztin, die eben Abtreibungen macht, weil sie eben nicht wussten, wo sie sich hin also hinwenden konnten. Und natürlich gibt es hier und da auch gewisse Listen, aber die muss man auch erstmal finden. Und wenn man eben auch eine Frau ist, die eben mit diesem Thema noch nichts zu tun hatte oder mit Frauengesundheit oder mit Ärztinnen wenig zu tun hat, eventuell auch, ich sag mal, nicht so viel Selbstbewusstsein hat, danach zu fragen, dann ist man auch schon sehr abhängig von den wenigen Informationsquellen, die man findet. Und das sind eben nicht sehr viele. Und man ist da halt auch sehr viel Manipulation und Falschaussagen ausgesetzt, wenn man eben auf die falschen Internetseiten kommt, die es ja immer noch auch gibt. Und da wäre mein Appell tatsächlich auch sehr, dass ne, wenn man, also wirklich, also gerade wenn man eben behauptet, Abtreibung ist ein schwieriges Thema für Frauen, ist irgendwie ne, auch emotional belastet, dann denke ich, gerade dann müsste ja eigentlich der Zugang so gut, freundlich, niedrigschwellig wie möglich organisiert sein, ne? Dass die Frauen wirklich nicht das Gefühl haben, sie sind noch isolierter, sie sind noch ängstlicher, sie sind noch mehr, ne? Also ja, isoliert in gewisser Weise, ne? Weil das ist in der Tat etwas, was mich in diesen 7 Jahren, wo ich Frauen unterstütze, immer wieder am meisten erschüttert hat, einfach, ne? Dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, das will ich jetzt nicht so total zuspitzen, aber das ist etwas, was ich immer wieder sehe, wo Frauen in dem Moment, wo sie eigentlich am meisten Unterstützung brauchen, keine bekommen. So, ne? Wo sie in dem Moment, wo sie eine ungewollte Schwangerschaft haben, am meisten sich isoliert fühlen und alleine fühlen. So. Und ich denke, das hat auch was mit diesem Informationsverbot zu tun. Und 2 Dinge aus der Praxis kann ich vielleicht dann auch nochmal sagen, dass ich das sehr bedauerlich in der Tat auch finde für die Methodenwahl. Denn ich glaube, es ist halt immens wichtig eigentlich, dass Frauen selber auch gucken können, okay, es gibt hier 2 Methoden vor allem, ne? Also die Absaugung und die Abtreibungspille. Und das hat ja schon einen immensen Einfluss darauf, wie ich diesen ganzen Prozess selbst gestalten kann und wie ich den wahrnehmen kann. Und dass darüber Frauen nicht besser aufgeklärt werden, finde ich wirklich ein sehr großes Problem. Und dass Frauen dadurch auch in gewisser Weise ihre Gestaltungsmacht halt auch nicht haben. So, ne? Das hat nämlich auch dann negative Auswirkungen darauf, wie sie das erleben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich aber tatsächlich auch erlebe, dass dieses Informations- oder Werbeverbot, wie Sie eben schon sagten, eben auch darin ausgelegt werden kann, dass Ärztinnen angezeigt werden, nur wenn sie zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion wie dieser hier über Methoden sprechen, zum Beispiel. Ne? Also es gibt diese Organisation Doctors for Choice zum Beispiel. Da ist ja eine Frau, die da sehr aktiv ist, Alicia Bayer, und die hat mir vor kurzem erzählt, dass sie schon zum 3. Mal eine Strafanzeige bekommt über 219, einfach nur, weil sie auf öffentlichen Veranstaltungen über Abtreibungen aufgeklärt hat, als Ärztin. Ja? Und also so kann das benutzt werden. Und bisher sind diese Strafanzeigen, soweit ich weiß, nicht durchgegangen, aber es produziert trotzdem einen immensen Stress und auch ein immenses, also Stigma einfach. Und auch, ne, also die Ärztinnen überlegen sich halt 2-mal, ob sie halt öffentlich darüber sprechen oder nicht. Und das ist natürlich dann wieder eine Weiterführung dieser Tabuisierung. Und weil man sozusagen nicht über die Realität dahinter besser reden kann, bleibt natürlich auch das Stigma. So, ne? Man muss ja auch überlegen,
wenn man nicht über Dinge reden kann, dann bleiben meistens eher die negativen Klischees und man kann schlechter gegen sie angehen. Und von daher glaube ich schon, dass ein Werbeverbot, wie es ausgelegt wird, schon einen massiven Einfluss hat dafür, dass Abtreibung weiterhin so krass stigmatisiert ist und auch von den Frauen ja, als etwas Beklemmendes auch wahrgenommen wird, weil die Informationen einfach nicht frei fließen können. So, ne? Ja. Vielen Dank. Dann, um die Einstiegsrunde fertig zu machen, würde ich gerne noch Liz Hirn ansprechen. Und zwar haben Sie ja vorher schon angedeutet, Sie haben vor, ich glaube, 2 Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist. Und wenn ich das mich richtig erinnere, gibt es in diesem Buch ein Kapitel, das heißt die kontrollierte Gebärmutter. Und mich würde interessieren, also vielleicht können Sie einfach kurz was dazu sagen, unter der Voraussetzung unseres Themas in Bezug auf unser Thema Schwangerschaftsabbruch heute Abend, warum ist das denn gefährlich für, also warum ist die konservative Wende gefährlich für Frauen? Was hat es damit zu tun? Wie ist das vielleicht moralisch aufgeladen und wo liegt da die Problematik? Da wollen Sie jetzt in einem kurzen Statement alles. Genau. Also ich werde mich bemühen, ja, das zusammenzufassen. Also vielleicht kurz zur Motivation. Ich finde schön, dass schon angesprochen wurde, das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien, das ist tatsächlich das einzige Museum, das es weltweit gibt. Das sind tatsächlich nur 2 Räume. Und im Zuge meiner Recherchen auch für das Buch und gerade auch für dieses Kapitel bin ich einfach auf sehr, sehr interessante Punkte gestoßen. Also mal diese Beobachtung dieser rechtskonservativen, sehr konservativen Tendenzen in unseren Gesellschaften, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern jetzt global gesehen. Ich glaube, da muss ich überhaupt niemand mehr etwas erzählen, das ist jetzt ganz klar. Spannend war für mich aber zu sehen, wie sich das auf reproduktive Freiheiten auswirkt. Ich hatte jetzt speziell natürlich Österreich und Deutschland so im Fokus mit dem Blick auf das Buch. Und in Österreich hat sich zum Beispiel, also gerade auch mit der ÖVP-Regierung, also unter Kanzler Kurz jetzt auch und dann damals noch mit der FPÖ, also der Freiheitlichen Partei Österreich, ein ganz, ganz starkes konservatives Feld gebildet, das ganz, ganz stark auch Pro-Life-Aktivisten gestützt hat, auch kirchliche Organisationen gestützt hat und sich auch in öffentlichen Interviews wieder ganz, ganz stark dafür gemacht hat, also Schwangerschaftsabbrüche nicht nur zu tabuisieren, sondern tatsächlich auch Frauen dazu zu überreden, mit ganz, ganz starken moralischen und ideologischen Argumenten ihre Schwangerschaft auszutragen sozusagen. Ja, das ging dann auch durch die Presse, war Teil von Debatten. Und da waren aber auch ganz, ganz konkrete Fragen drinnen, nämlich zum Beispiel auch, wie soll sexuelle Bildung an Schulen ausschauen? Deshalb auch dann mein Interesse für das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, denn dort werden diese Führungen, diese sexuelle Bildung, die quasi jetzt in Österreich an Schulen gar nicht funktioniert hat, umgesetzt. Und das Spannende ist, wenn man mit den Pädagoginnen dort redet, wenn man auch mit dem Arzt dort redet, der auch die Schwangerschaftsabbrüche dort durchführt, ist, dass es ein großes, breites Unwissen gibt, nicht nur bei den Schülern und Schülerinnen, sondern auch bei den Lehrern, in Bezug nicht nur auf Reproduktion, schon gar nicht, wenn es um reproduktive Freiheit geht. Reproduktive Gerechtigkeit wird da gar nicht angetastet, aber dass die meisten tatsächlich nicht einmal wissen, was ein Zyklus ist, wie eine Menstruation so funktioniert und auch nicht wissen, wie Schwangerschaften passieren können. Ja, und wir reden da aber von einer Gruppe von 15, 16, 17-Jährigen. Ja, und da reden wir auch nicht von 3 Klassen, sondern von Hunderten von Jugendlichen, die aus ganz Österreich dort in dieses Museum kommen. Und all diese Punkte waren sozusagen mal mein Ansatzpunkt für dieses Kapitel, das sich dann schon auch mit der Frage beschäftigt, ob wir hier nicht eine Scheindiskussion führen, wenn wir darüber sprechen, darf sich der Staat einmischen, denn der Staat mischt sich auf jeden Fall ein. Die Frage ist, wie er sich einmischt und da spiele ich jetzt gerade darauf an, ob nicht der Staat quasi auch jeder Frau die Möglichkeit geben muss,
nicht nur sich Wissen anzueignen über ihren Körper, wie sie Schwangerschaften verhindern kann, sondern auch ihr die Möglichkeit geben muss, selbstständig über ihre Reproduktionsfähigkeit zu entscheiden. Also tatsächlich war mir wichtig, mit der Frage umzugehen, wie oder was muss der Staat tun, um Frauen diese Möglichkeit zu geben. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt haben Sie viel über Österreich gesprochen, deswegen vielleicht kurz die Nachfrage, weil ich das auch selber gar nicht ganz genau weiß. Gibt es denn ein Pendant zu unserem Paragraphen 219a in Österreich? Also ist das ein ähnliches Problemfeld mit dem Werbungsverbot für Schwangerschaften? Und wenn nicht, wie ist es denn, also wie ist der Unterschied? Naja, also das Werbeverbot, das haben wir so nicht. Aber, und da kommt jetzt ein ganz, ganz großes Aber, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie die Frau Diehl. Frauen kommen nicht zu den Informationen ran. Das wird übrigens auch von gynäkologischer Seite so mir weitergegeben. Also von den wenigen Kliniken und Gynäkologen, Gynäkologinnen, die es in Österreich gibt, die Schwangerschaftsabbrüche machen, da hört man tatsächlich, dass Frauen sehr, sehr viel Wegzeit auf sich nehmen müssen, um eben in Städte zu fahren, um dort in den paar Kliniken unterzukommen. Da höre ich, dass viele Probleme haben, also sprachliche Probleme haben, sich da zu informieren, dass, wie gesagt, von Haus aus eine ganz, ganz große Unkenntnis herrscht, nicht nur, wie man Schwangerschaften vermeidet, sondern auch, wie man sie abbrechen kann. Das heißt, man fängt da quasi von Null an. Das heißt, die Informationsaufbereitung ist ein Problem. Das heißt, es gibt die Informationen, aber so, wie sie dargestellt werden, ist es eine sehr individuelle Situation. Also jeder Arzt ist quasi dafür verantwortlich. Jede Klinik macht das auf die eine oder andere Weise. Es gibt hier auch starke Konkurrenz in der preislichen Gestaltung. Also es werden ja keine Schwangerschaftsabbrüche übernommen, auch nicht für Frauen, die sich nicht leisten können. Das ist in Österreich tatsächlich ein sehr unterschätztes und überhaupt nicht diskutiertes Problem, also dass Schwangerschaftsabbrüche sehr, sehr teuer sind. Und auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz stark, das wäre interessant zu diskutieren mit den anderen Expertinnen da am Podium, wie stark hier die kirchlichen Organisationen auch eine Rolle spielen. Also wir haben eine ganz, ganz starke, einen ganz, ganz starken Beta-Player mit der katholischen Kirche in Österreich. Also wie schon der Herr Professor David gesagt hat, also das ist kein Zufall. Vor dieser Klinik stehen immer mal wieder, wie soll ich sagen, so eigens ernannte kirchliche Prediger, die versuchen, an den Besuch des Museums zu hindern oder am Besuch der Klinik zu hindern. Ist mir auch schon passiert, wie ich dort die Veranstaltung organisiert habe. Also das ist einfach etwas, was ganz selbstverständlich passiert. Das heißt, wir haben nicht dieses konkrete Verbot wie in Deutschland, aber wir haben ganz, ganz starke moralische und auch ideologische Player, die da ihre Sache dazu tun, dass hier dieses Tabu nicht gebrochen werden kann. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Das bringt ja eine ganz interessante Dimension in unsere Debatte, weil natürlich Teil, und darüber werden wir später sicher auch noch sprechen, Teil des Streits um die Paragraphen ist ja auch immer wieder die Forderung nach der Abschaffung. Und da eben die Frage, was passiert denn eigentlich, was könnte passieren, wenn es denn diesen Paragraphen gar nicht mehr gäbe? Also wäre dann damit das Tabu getilgt und würde es das überhaupt besser machen? Das mal vielleicht noch der eine Komplex, der mich interessieren würde. Die andere Frage, die Sie gerade gestellt haben, nach dem Einfluss der Kirche, gebe ich auch total gerne weiter direkt an Professor David oder Sarah Diehl. Je nachdem, wer von Ihnen was sagen möchte, würde ich jetzt ein bisschen offener versuchen, das Podium einfach zu öffnen für Sie und Sie zu bitten, zu reagieren, wenn Sie möchten. Ich würde Frau Diehl den Vortritt lassen und dann danach was dazu sagen. Ja, wunderbar. Also ich würde tatsächlich, wenn es um die komplette Straffreiheit oder dass es eben gar keinen Paragraphen gibt, würde ich tatsächlich gerne mal das Beispiel Kanada nennen, weil es ist meines Wissens das einzige Land weltweit, wo es tatsächlich überhaupt keinen, also im Strafgesetz keine Regelung über den Abbruch gibt. Und
Interessanterweise, das ist seit den 80er Jahren so. Da gab es nämlich einen Arzt, der hieß Henry Morgenthaler, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Frauen eben den Zugang zu Abbrüchen bekommen. Der ist dafür auch tatsächlich immer wieder ins Gefängnis gegangen, weil der das gemacht hat, obwohl es damals noch Anfang der 80er Jahre illegal war. Und der hat aber so eine breite Diskussion damit entfacht, dass am Ende halt rauskam, dass Abtreibung komplett aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Das heißt, es ist wirklich nur noch etwas, was eben zwischen Ärzten und Patienten organisiert wird sozusagen, und es gibt keinerlei Verbot, es gibt keinerlei strafrechtliche Verfolgung. Und siehe da, in Kanada sind die Zahlen eigentlich sehr ähnlich wie in europäischen Ländern, nämlich die meisten Abtreibungen finden statt, genauso wie hier in der 7., 8. Woche, soweit ich weiß, sind das die hauptsächlich die Zeiten, in denen das stattfindet, also sehr früh. Ja. Die Frauen sind also nicht auf einmal, bekommen auf einmal die Idee, dass sie im 5., 6. Monat noch einfach so abtreiben wollen. Also das passiert nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Klischee, was von Abtreibungsgegnern gerne entfacht wird, weil also Frauen entscheiden sich so früh wie möglich dafür, ob sie eine Schwangerschaft weiterführen wollen oder nicht. Und das klappt tatsächlich sehr gut. Also ich habe auch, weil ich auch mit diesem Film viel getourt bin und weil ich auch sehr viel Netzwerkarbeit international mache über Pro-Choice-Aktivismus, bekomme ich halt immer wieder die Rückmeldung, dass eigentlich in Kanada das System sehr gut funktioniert. Außer dass es das Problem da tatsächlich eher ist, dass Kanada eben sehr weitläufig ist und deswegen auch ein Mangel von Ärzten einfach besteht. So, ne? Und da hat Kanada seit einem Jahr ungefähr, also es ist auf jeden Fall im letzten Jahr, ist das durchgesetzt worden. Das hatte auch was mit der Corona-Pandemie zu tun, dass mittlerweile Telemedizin erlaubt ist für Schwangerschaftsabbrüche. Und das finde ich deswegen auch so, also muss ich wirklich sagen, toll, weil das eben auch ein Wissen ist, ein Erfahrungsschatz, der von Organisationen kreiert wurde auch, die eben auch selbst organisiert Abtreibungen organisierten, wie zum Beispiel Women on Waves oder Women Help Women, die eben schon seit über 10 Jahren Telemedizin machen plus die Abtreibungspille per Post verschicken, und zwar eben in Ländern, wo es illegal ist. Also das machen sie seit ungefähr 10 Jahren. Das heißt, du kannst eine Online-Konsultation haben, wenn du zum Beispiel in Saudi-Arabien sitzt oder bis vor kurzem noch in Argentinien. Wirst beraten von einer Ärztin und kannst auch immer also Fragen stellen. Die sind online 24 Stunden und du bekommst dann die Abtreibungspille zugeschickt per Post und kannst das eben dann zu Hause machen. So. Und das ist etwas, war halt möglich durch, ich sag mal, Grauzonen. Das war nicht wirklich illegal, aber es war durch niederländische Gesetze auch möglich, durch Grauzonen. Und das wird mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation als sichere Abtreibung anerkannt. Und darüber gibt es eben auch wirklich Studien, was eben dann diese selbstorganisierten Frauenorganisationen hergestellt haben. Und auch mit diesem Wissen wurde dann während Corona-Zeiten in Kanada Telemedizin plus die Verschickung der Abtreibungspille per Post legalisiert in Kanada, weil eben gesagt wurde, okay, jetzt eben mit der Pandemie, mit Lockdowns ist es halt super schwer, Abtreibungen zu organisieren, gerade für Frauen eben, die 6-7 Stunden mit dem Auto fahren müssen. Das ist natürlich sehr schwer, wenn du schon Kinder hast, wenn du nicht wegkommst vom Job, wenn du einen Ehemann hast, der das nicht wissen darf. Das sind ja alles Faktoren, die bei ungewollten Schwangerschaften auch eine Rolle spielen. So, ne? Armut, ja. Genau, und das finde ich ziemlich grandios, ehrlich gesagt, und hat mir halt auch dann nochmal diese Kraft auch gezeigt, die in dieser Selbstorganisation steckt, weil dadurch einfach Wissen kreiert wird, was vorher einfach gedeckelt wurde in gewisser Weise oder einfach nicht kreiert wurde, weil man einfach, ja, sich damit abgefunden hat, wie das halt so läuft. Ne? Ja. Also das mal so als Beispiel, die totale Straffreiheit in Kanada, wie es da mittlerweile aussieht. So. Danke für diese internationale Perspektive. Jetzt hatte der Herr David gleich direkt. Ja, ich hab gesehen, dass Frau Diel zu Ende ist, dass ich jetzt dran bin. Alles klar. Ich habe einen kurzzeitigen Schreck bekommen, aber bin jetzt doch beruhigt, dass telemedizinisch nur der Schwangerschaftsabbruch mittels Pillen, muss man eigentlich sagen, geht. Bei dem anderen wäre ich jetzt überrascht gewesen, was in Kanada so alles möglich ist, aber das beruhigt mich, dass das im Moment nur um die Versendung von eigentlich ja 2 Präparaten geht. Aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Frage von Ihnen, Frau Siebert, war ja eigentlich Abschaffung 218 und Kirche. Darauf will ich jetzt gerne zurückkommen.
Abschaffung finde ich schlecht. Ich denke, wir brauchen dafür eine Regel, wie für vieles andere in einer differenzierten und sich immer mehr differenzierenden Gesellschaft, ob das jetzt 218 heißen muss oder von mir aus einen anderen Namen bekommen kann, weiß ich nicht. Das wäre mir im Einzelfall egal. Ich denke, dass das ganze Leben ein Kompromiss ist, auch an dieser Stelle, und dass man, das passiert dann zumindest, wenn man ein bisschen älter wird, dass diese Kompromisse zum Teil hilfreich und gut sind. Und soweit ich die politische Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre verfolge, ist das ein großer Kompromiss, den man positiv der bundesrepublikanischen Gesellschaft nicht ankreiden, sondern anrechnen muss. Ich darf daran erinnern, dass 1991 der Vereinigungsvertrag fast daran gescheitert ist, dass der Paragraph 218 nicht geregelt war. Das werden Sie wissen, dass die SPD darauf gedrungen hat, dass in dem Vereinigungsvertrag eine andere, respektive bessere Regelung als in der Altbundesrepublik verankert ist. Und es gab dann auch einen entsprechenden Zusatz im Vereinigungsvertrag, der dann erst danach von der SPD auch so bestätigt wurde. Können Sie nachlesen? Es ist tatsächlich so, mir war das auch nicht bekannt, welche Bedeutung auch in der deutsch-deutschen Geschichte dieser Paragraph hatte. Jetzt zum Thema Kirche. Auch da bin ich nicht so eindeutig wie Sie. Ich halte die Kirche per se für einen Mitspieler in der Gesellschaft und nicht per se für schlecht oder nicht für ernst zu nehmen, sondern ich denke, in einer Gesellschaft, die ausgewogen ist, die Plus und Minus kennt und dazwischen viele, viele Graubereiche, braucht man auch so jemand wie die Kirche. Und auch wenn jetzt hier, nehme ich an, sicherlich eine Mehrheit ist, die so, sagen wir mal, dem linksliberalen Spektrum angehört, denke ich, man sollte schon nicht vergessen, dass es auch anders denkende Menschen gibt, auch anders denkende Frauen, glaube ich, auch anders denkende Männer. Und dass man diese auch akzeptiert. Was man nicht akzeptieren kann, ist virtuelle oder auch tatsächliche Gewalt. Das ist natürlich kein Mittel, um irgendeine Auseinandersetzung zu führen. Aber alles andere muss man aushalten. Das muss ich einfach jetzt hier nochmal sagen. Andere Positionen müssen auch beim Schwangerschaftsabbruch ausgehalten werden. Und deswegen wünsche ich mir eine Regelung. Und deswegen bin ich froh, dass es auch kirchliche Beratungsstellen gibt. Danke. Ja, danke schön. Um das kurz aufzugreifen, ich nehme an, wir sind uns hoffentlich alle in dieser Veranstaltung einig, dass wir sowohl Gewalt ablehnen als auch Andersdenkende aushalten müssen und dass die Kirche natürlich eine große Rolle spielen, auch was die Beratungsstellen angeht und da gute Arbeit geleistet wird. Über die Frage der Zusammenarbeit, also wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen den Beratungsstellen und Ärztinnen, das haben wir ja schon mal kurz angerissen, als es um die Versorgungslage ging und darum, dass das die Informationen teilweise schwierig zu bekommen sind und vielleicht auch schwierig fließen. Aber das ist nochmal ein bisschen ein anderer Komplex. War ich gerade abgelenkt von dem Chat, der ploppt irgendwie bei mir leider immer so auf. Tut mir leid, deswegen die Pause. Weiß ich nicht, aber. Also prinzipiell, wenn ich das noch kurz sagen darf, um da reinzugehen, also jede Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschließt, wird ja beraten und die Beratungsstellen, sagen wir mal pro Familia, um den bekanntesten Player, wie Sie sagen würden, zu nennen, die haben natürlich entsprechende Adressen und so weiter. Und jetzt kann man sagen, gibt es jetzt in dieser Gegend genügend Anlaufstellen? Ist es, wie gesagt, so wie oberhalb dieser von mir gerade angegebenen Linie, wo man prinzipiell in Berlin, Frau Tennert könnte jetzt eine Zahl sagen, weil ich sie jetzt hier gerade sehe, vielleicht auch Frau Schasch, die ich auch sehe, beides Kolleginnen, wie viel es in Berlin gibt, also in dieser Liste,
sind ungefähr ein Drittel bis 40% der Anbieter in Deutschland. Also es melden etwa 1.100 Anbieterinnen und Anbieter, die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland machen, an die Statistik, also an das Statistische Bundesamt. Und in der Liste sind aber nur ungefähr 40% zurzeit. Jetzt kann man sagen, das ist zu wenig, und man kann aber auch sagen, das ist okay. Wenn ich eine Studie machen würde, würde ich mich über einen Rücklauf von 40% sehr freuen, weil Ärztinnen und Ärzte immer ungern selber befragt werden. Aber man kann immer Glas halb leer, Glas halb voll sagen. Also es gibt aus meiner Sicht in einem Großteil der Bundesrepublik Deutschland keinen Mangel an Anbieterinnen und Anbietern, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen würden, nach entsprechender Beratung und so weiter und so fort. Es gibt aber Gegenden, wo das so ist. Ja, das ist also zum Beispiel Bayern, ich sagte schon, in Augsburg gibt es niemanden, der sich mit Adresse in dieser Liste hat nennen lassen. Es ist auch im Münchner Raum eher düster. Das gibt es wohl. Das heißt aber nicht, dass es dort nicht auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die das machen. Aber die haben sich halt nicht in diese ominöse Liste eingebracht, die im Übrigen auch ein Kompromiss war zwischen dem SPD-geführten Bundesfamilienministerium und dem, wie wir ja wissen, durch Herrn Spahn CDU-geführten Bundesgesundheitsministerium und. Also auch da kann ich nur sagen, gibt halt Kompromisse. Auch Ärztinnen und Ärzte machen jeden Tag einen Kompromiss mit sich selbst. Stelle ich mich da rein, stelle ich mich da nicht rein, bin ich bekannt und. Also ich bin eher für Glas halb voll als halb leer. Ich musste jetzt schon, ich will jetzt sagen, ziemlich widersprechen. Aber erwartet. Ja, das wird mir nichts anderes übrig bleiben, fürchte ich, da jetzt irgendwie den schwarzen Peter mal auszuspielen. Also de facto ist es in Österreich beispielsweise so, dass die Beratung nicht verpflichtend ist. Also man hat ein ärztliches Beratungsgespräch, aber man hat jetzt beispielsweise nicht unbedingt eine Vorberatung einer kirchlichen Organisation etc. Und was man da schon sieht, ist, dass die Entscheidungsgewalt, die auch bei den Frauen liegt, und auch der Faktor, wie Frauen mit ihrem Abbruch umgehen, ein ganz anderer ist. Also das sieht man auch im Vergleich zu den Beratungen, die es davor quasi verpflichtend gegeben hat. Man sieht es aber auch in den Forderungen, vor allem aus einem, ich sage jetzt nicht Player, aber ich sage aus einem gewissen Lager, die darauf quasi bestehen wollen. Und da geht es eindeutig darum, interessensgesteuert Frauen auch umzustimmen. Ja, das muss man jetzt schon so sagen, wir haben es hier nicht mit Organisationen zu tun, die jetzt ideologiebewusst hier reingehen, sondern tatsächlich mit stark ideologiegefärbten Beratungsstellen. Ja. Kann das nicht genau auf die Situation in Deutschland umlegen, aber in Österreich gibt es auch Daten dazu. Jetzt zu der Sache, warum müssen sich Frauen überhaupt beraten lassen? Ich finde das auch eine interessante Frage. Also dieses Misstrauen, Frauen über ihre eigene Schwangerschaft entscheiden zu lassen, zu sagen, ich möchte noch ein Kind, ich möchte gar kein Kind. Schwangerschaft ist ja nicht immer eine Entscheidung. Es kann auch passieren, wie Sie alle wissen, wenn man es auf allen möglichen Wegen zu verhindern versucht. Das kann trotzdem passieren. Insofern muss ich sagen, haben wir es hier mit einer Sache zu tun, die nicht vollkommen in der Entscheidungsgewalt oder wo es nicht die Möglichkeit gibt, eine hundertprozentig eine Schwangerschaft auf Lebenszeit auszuschließen, außer man ist als Frau keusch. Und hier halte ich es schon für äußerst problematisch, wenn Politik hier dazwischen funkt und auch hier, sage ich es nochmal, den schwarzen Peter der Frau zuschiebt, weil allein wird ja eine Frau nicht schwanger. Und wenn wir uns anschauen, wer muss zum Beratungsgespräch gehen, wer muss mit dieser Schwangerschaft und dann den Abbruch umgehen, wer trägt auch die finanziellen Konsequenzen, dann sind das die Frauen. Und das halte ich überhaupt nicht für einen guten Kompromiss, sondern da gibt es ein wirklich sehr deutliches Ungleichgewicht auf Seiten der Frauen. Also insofern würde ich mal diesen Paragraphen deshalb hinterfragen wollen, weil es ganz, ganz stark auf die Rolle der Frau oder besser gesagt auf die Person der Frau irgendwie einwirkt, den Mann da total außer Acht lässt. Also das wäre mal mein erster Punkt. Also warum traut man Frauen nicht zu, darüber zu entscheiden? Ich kann mich erinnern, es gab auch ein Zitat von Ihrem Minister Spahn dazu, der mal meinte, er ist auch gegen die Pille danach, weil es würden dann die Frauen wie, Zitat, Smarties einwerfen. Ja, also
es gibt schon auch medial und auch parteilich einen Konflikt oder eine Problematik, die da geschürt wird. Und wie gesagt, wenn man Daten erhebt, also auch mit den Abbruchskliniken, mit denen ich in Kontakt war, also es ist keine Frau, die das einfach so auf Vergnügen hinaus tut, sondern wirklich Frauen in Notsituationen, die meistens schon Kinder haben, zumindest ist das die Erfahrung mit den Zahlen in Österreich, die existieren. Also warum hier dieses Misstrauen gegenüber Frauen ist, warum hier beraten werden muss in dieser Art und Weise, warum hier der Staat nochmal in die Entscheidungsfindung eingreift, das ist mir nicht klar und das fände ich durchaus etwas, was begründet werden muss, meiner Meinung nach. Da würde ich natürlich gleich gerne den Staffelstab übernehmen. Ja, also ich kann auch wirklich sagen, was ich in den letzten 7 Jahren, wo ich eben Frauen unterstützt habe, gelernt habe, ist wirklich, dass man Frauen als Expertinnen sehen muss, die betroffen sind. So, ne? Und in der Tat würde ich dann auch die Frage stellen, ich glaube, eine Frau weiß selber, ob sie eine Beratung braucht oder nicht oder ob sie das möchte oder nicht. Und ich glaube, gerade die Leute, die dann immer sagen, ja, Beratung ist doch gut, würde ich auch sagen, ja, natürlich, wenn sie freiwillig ist. Also deswegen wäre ich in der Tat auch dafür, dass ein sehr breites Beratungsangebot da ist und auch von Gynäkologen angeboten wird, gesagt wird, hey, wegen Geld, wegen ne, Kindererziehung, also psychologische Beratung, hier sind die ganzen Beratungsstellen, wo du niedrigschwellig hin kannst, auch umsonst, dass man das der Frau anbietet bei dem ersten Besuch oder bei der Feststellung einer Schwangerschaft, fände ich super, fände ich total toll, wenn die Frau dann eben selber sagt, diese Beratung möchte ich oder nein, ich brauche keine, ich bin selbst eine sehr kluge, informierte Expertin meines Lebens und meiner Fähigkeiten und meiner Ressourcen und deswegen möchte ich also sozusagen auch in der Tat nicht dieses Gefühl haben, belehrt zu werden, denn in der Tat, es ist halt meistens so, dass die Frauen, also von denen ich gehört habe oder auch von Beraterinnen, die mir das erzählt haben, immer wieder höre, Frauen gehen halt in die Beratung rein, schon mit einem sehr unguten Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Und ich denke, das ist letzten Endes auch so eine Art, ich sag mal, Performance, die von oben kommen soll. Die Frau soll sich rechtfertigen, weil das nicht sein kann, dass sie tatsächlich totale Autonomie über ihr Leben hat. Und in der Tat, genau wie du das schon gesagt hast, dass man ihr zutraut, dass sie diese Entscheidung selber treffen kann. Und ich möchte nur mal nicht als Provokation, aber einfach nur mal den Spieß umdrehen. Es würde auch niemand drauf kommen, eine Zwangsberatung zu machen für eine Frau, die eine Schwangerschaft austragen möchte. Und die hat ja eigentlich viel mehr Verantwortung dann nochmal zu tragen, dass man sagt, kannst du dich wirklich um ein Kind kümmern, hast du genug Geld und so weiter. Da würde niemand drauf kommen. Das wäre eine totale Grenzüberschreitung. Also warum bei einem Abbruch? Warum scheint das da gerechtfertigt? Und ich denke, das hat schon noch sehr viel damit zu tun, dass wir ein Frauenbild haben, das so gezeichnet ist, dass sozusagen ihre Reproduktionsfähigkeit ist ein öffentliches Gut, worauf wir alle Zugriff haben möchten und was sie nicht alleine entscheiden darf. So. Und das hat eine historische Entwicklung, einen patriarchalen Blick auf die Frau, der sich darin zeigt. So, ne? Also der sich gerade in dieser Beratungspflicht und dieser, wie du das so schön gesagt hast, ich sag nicht du, in diesem Misstrauen der Frau gegenüber einfach zeigt. Und wenn Herr David sagt, also Glas halb voll ist für ihn in Ordnung, ich glaube, ich kann das aus ihrer Perspektive in gewisser Weise verstehen, aber nicht mehr, wenn man sich die Frage stellt, warum muss man diese Kompromisse eigentlich machen? Also warum lernen Frauen eigentlich, dass sie diese Kompromisse in der Frauengesundheit machen müssen? Warum überhaupt so? Ne? In keiner anderen, also bei keiner anderen OP hättest du diese Frage, ja, oder auch nicht bei keine Ahnung, extrem gesundheitsgefährdenden Brustimplantats-OPs. Würde niemand drauf kommen, du musst dich mal beraten lassen, das ist nicht so ohne. Ne? Also das ist halt so eine Frage, was akzeptieren oder was lernen Frauen da zu akzeptieren? Also ihre Autonomie immer in Frage zu stellen. Und das halte ich in der Tat ein riesiges Problem in der Frauengesundheit generell. Und um das vielleicht auch nochmal das rund zu machen, das ist ja nicht nur eine Frage bei der Abtreibung, sondern auch bei der Geburt. Also mittlerweile ist es ja auch ein großes Thema, Gott sei Dank geworden, wie viel, ich sag mal, auch Fremdbestimmung und Gewalt Frauen in der Geburt ausgesetzt sind. So, ne? Und damit will ich auch gar nicht generell Ärzte verteufeln, um Gottes Willen. Ich will ja auch wirklich eng mit Ärzten und Ärztinnen zusammenarbeiten. Was ich aber sagen möchte, ist, ich halte es generell für ein großes Problem, dass man Abtreibung und Geburt als so ein
krasse Opponenten zeigt in der Frauengesundheit. Ich glaube, das bringt sehr viel Leid und sehr viel, also ich glaube, diese Themen müsste man besser zusammendenken, dass man einfach die Bedürfnisse der schwangeren Frau, das muss im Zentrum stehen. Was braucht diese Frau? Was will diese Frau, wenn sie schwanger ist? Und egal für was sie sich entscheidet, darin muss man sie unterstützen. So, ne, das wäre mein Ansatz. Und in der Tat finde ich das für mich auch sehr schön, also biografisch auch gesehen, dass ich durch das Thema Schwangerschaftsabbruch eben angefangen habe, mich auch generell mit Schwangerschaft, mit Mutterschaft, mit Geburt und so weiter auseinanderzusetzen. Und finde das wirklich, da liegt eine wirklich, ich sag mal ganz pathetisch, eine Kraft und Schönheit drin, wenn Frauen diese ganzen Themen zusammendenken können und nicht von einem Medizinsystem so fremdbestimmt erleben. So, ne? Und dafür würde ich halt extrem plädieren, dass man diese ganzen Dinge in der Frauengesundheit zusammendenkt und nicht als oppositionell. Und ich glaube, dann kommen wir auch wirklich zu einer frauenfreundlicheren Frauengesundheit, die eben nicht das Gefühl gibt, okay, du Mutter, du Frau, die gebierst, da muss alles toll sein, ne? Da muss alles so und so aussehen. Und du Frau, du abtreibst, da ist alles ganz bitter und schlimm. So, ne? Das stimmt so alles nicht. Das ist nicht gut für die Frauen, die abtreiben. Das ist nicht gut für die Frauen, die gebären, weil beides Bilder sind, die ihrer Lebensrealität, ihrer sehr komplexen Lebensrealität nicht entsprechen. Und deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dass man diese ganzen Themen zusammendenkt und sich da auch gut austauscht und nicht Abtreibung als dieses eine dubiose, das muss man irgendwie deckeln, das muss man irgendwie dann doch erschweren, darüber zu reden. Das wird niemandem helfen. Das macht nichts besser, wenn man sich damit zufrieden gibt, dass das Glas halb voll ist. Und das geht auch gar nicht darum, dass man jetzt gewisse Meinungen abwertet. Aber es geht darum, am Ende die Konsequenzen muss die Frau tragen. Ne? Und natürlich finde ich es auch interessant, weil wir sind eben auch wir leben in einer Traditionsgemeinschaft, ne, wo eben auch die katholische Kirche eine Rolle spielt. Damit kann man sich gerne auseinandersetzen. Aber am Ende die Konsequenzen muss eine Frau tragen. Und das, glaube ich, ist das Wichtige daran. Da geht es nicht nur darum, welche Meinungen gehört werden, sondern wer muss die Konsequenzen tragen durch Gesetze, die durch verschiedene Meinungen zustande kommen. Und ich sehe in der Praxis halt, wie viel Leid, ja, das Abtreibungsverbot oder die Erschwernis gebracht hat. Und was mich, das ist der letzte Punkt, den ich noch machen möchte, was mich daran wirklich bewegt, zutiefst, ist, dass immer wieder diese Rhetorik der Liebe, der Fürsorge benutzt wird, was dann aber, muss ich wirklich so deutlich sagen, eine extreme Grausamkeit für Frauen produziert in ihrer Lebensrealität. Und das berührt mich immer wieder sehr, das zu sehen, dass die Rhetorik der Liebe, was da von der Frau verlangt wird, dass sie endlose, ne, Kapazitäten der Liebe und Fürsorge für andere Menschen hat, dass das sehr viel Grausamkeit im Alltag für Menschen, für Frauen kreiert. Ja. Einen Satz als Ergänzung, dann lasse ich es wieder. Das ist auch das Ergebnis in Österreich, dass eben genau die Frauen, die dann oft einen Schwangerschaftsabbruch haben, nicht einmal die sind, die gar keine Kinder haben, sondern die schon welche haben und wissen, dass sich ein weiteres Kind nicht ausgeht, dass die Ressourcen nicht reichen, dass den Kindern, die da sind, quasi ökonomische Sachen vorenthalten werden müssen, dass sich das familiär nicht mehr machen lässt etc. Das heißt, diese Entscheidung wird doppelt erschwert, obwohl Frauen ja versuchen, eine vernünftige und eine quasi liebevolle, unter Anführungszeichen, Entscheidung zu treffen, nämlich für die Kinder, die es schon gibt. Also auch diese Vorstellung, es sind immer die kinderlosen Frauen, die dann ständig abtreiben und was auch immer, das ist ja einfach eine Mehr, ja, die so nicht existiert. Es sind sehr oft Frauen, die schon Kinder haben und die einfach sagen, es ist nicht mehr drinnen. So viel geht und ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Wir schaffen das sonst nicht als Familie. Ja. Nur, es sind mehr als zwei Sätze. Erwartungsgemäß gibt es einen kleinen Punkt, den Sie mir vielleicht gestatten zu sagen. Die Gleichsetzung von Geburt und Tötung eines Menschen, was eine Schwangerschaftsabbruch nun mal leider ist, auch wenn Sie das so nicht gerne hören wollen, ist nicht das Gleiche. Und es gibt nicht, die Frau ist natürlich diejenige, die darüber entscheidet, das ist keine Frage, aber es gibt unter Umständen eben noch jemanden, der das machen muss. Und ich kann Ihnen nur sagen, vielleicht nicht jetzt, aber wenn Sie irgendwann mal Zeit haben, versuchen Sie sich in die Position einer Ärztin, eines Arztes zu versetzen, der
den Schwangerschaftsabbruch durchführt. Und ich sage das, was ich bei solchen Diskussionen fast immer sage, an irgendeiner Stelle der Diskussion: Ein Schwangerschaftsabbruch ist ein einzigartiger Eingriff, den es sonst an keiner Stelle in der Medizin gibt. Wenn Sie das nicht so sehen, dann sind wir da eben völlig konträr. Aber in meiner Vorstellung ist das so. Und wie gesagt, wenn Sie morgen oder übermorgen kurz sich 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit nehmen, dann werden Sie das bestätigen können. Alles andere kann man so sehen. Wie gesagt, Kompromisse und auch andere Positionen nehme ich gerne entgegen oder höre sie mir an. Aber Schwangerschaftsabbruch ist etwas, was Sie wirklich mit keiner anderen Situation vergleichen können. Und auch für uns, die wir es durchführen, es gibt vielleicht einige wenige, die das ohne Emotionen machen können. Aber mit allen, mit denen ich gesprochen habe und die ich in Gesprächen, Psychosomatik-Tagung, wo auch immer, sich habe dazu äußern hören, die haben das eher so bestätigt. Und ob ich jetzt dann eine Tablette ausgebe oder nicht, das läuft letztlich auf das Gleiche hinaus. Wenn Sie das anders sehen, okay, für mich ist das ein besonderer Eingriff und es ist die Beendigung eines Lebens, eines sehr frühen Lebens. Das kann man ja so sagen, deswegen muss man kein Lebensschützer sein. Aber wenn Sie den Ultraschall machen und ab der 5. Woche eine positive Herzaktion sehen, dann kann ich sagen, gut, ist egal. Ich kann aber auch sagen, das ist jetzt offensichtlich eine besondere Situation. Auf die kann ich sozusagen als Mann neidisch sein, dass Frauen dies können und entscheiden können. Ich kann aber auch sagen, das ist so besonders, dass man das in einem besonderen Setting, deswegen bin ich für Beratung, unterbringen und betreuen sollte. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Beratungsstellen wie Pro Familia und andere die Frauen dazu bringen wollen, dass das Kind sozusagen auszutragen. Im Gegenteil. Aber ist schon wieder der nächste Schritt. Ich will nur mal diesen Punkt machen. Schwangerschaftsabbruch ist eine einzigartige Situation. Die ist mit nichts zu vergleichen. Ich würde gern auch, ja. Also ich habe wirklich großen Respekt davor, vor Ihrer Erfahrung und vor dem, wie Sie das sehen. Also das, natürlich reden wir auch sehr enthusiastisch über diese Themen. Ich spreche tatsächlich in der Tat viel mehr aus der Perspektive der Frau, die das betrifft. Ich glaube in der Tat auch, dass Ärzte einen sehr, also ihren Weg da finden müssen, wie sie mit diesem Thema umgehen. Ich glaube aber auch, dass, gut, also diese Formulierung, das können Sie so formulieren, wie Sie wollen, dass Abtreibung eine Tötung eines Menschen wäre, dem würde ich natürlich auch immens widersprechen, aber das ist natürlich auch eine subjektive Herangehensweise und ich finde es auch sehr interessant, dass Sie das so formulieren und trotzdem in manchen Fällen das durchführen. Also dafür habe ich wirklich Respekt auch, weil ich wirklich denke, Sie überlegen wirklich genau, was Sie tun, obwohl Sie damit hadern. So, ne? Und dieses Hadern kann ich auch sehr gut verstehen und in der Tat, also da können wir auch uns wirklich gerne nochmal drüber austauschen, weil ich auch gerne dann Ihnen mal auch aus meiner Praxis gerne was erzählen würde, so, ne? Aber es geht gar nicht darum, dass wir uns überzeugen, aber zuhören, das finde ich auch generell sehr schön. Also ich habe auch überhaupt kein Problem. In der Tat habe ich auch schon sehr interessante, ich möchte fast sagen, schöne Gespräche mit Abtreibungsgegnern geführt, die ich auch bereichernd fand. So, ne? Weil ich in der Tat glaube, was wir wollen, ist ja schon, wir wollen ja alle durchaus etwas Gutes, ich sag mal so ganz blöd naiv, ne? Wir haben nur auch verschiedene Arten, das zu beschreiben oder das halt zu sehen, was daran gut ist. Ne? So, aber deswegen will ich auch also niemandem was unterstellen, dass es irgendwie, dass es hier um Kälte geht zum Beispiel. Ne? Also ich würde auch nie sagen, dass jemand, der eine ambivalente Haltung dazu hat oder verschiedene Perspektiven darauf oder es eben Abbrüche macht, dass das irgendwas mit Gefühlskälte zu tun haben muss, nur weil man eben auch anerkennt, da gibt es einen Herzschlag. Ich würde sehr gerne mal ein Beispiel erzählen aus meiner Praxis, was ich sehr lehrreich und interessant fand. Und zwar mit einer Frau, die kam aus Polen. Und die war sehr früh in ihrer Schwangerschaft. Das war wirklich, die war erst wirklich 4., 5. Woche. Und die hat uns gegenüber geäußert, dass es ihr sehr, sehr wichtig wäre, dass sie die Abtreibung hat, bevor der Embryo einen Herzschlag hat. So. Und wir haben alles dran gesetzt, damit das auch funktioniert. Also wir haben sogar einen Termin irgendwie verschoben, weil sie eben
also es war in der Tat so, dass sie aus einer sehr religiösen Familie kam. Sie war aber nicht verheiratet. Sie hätte das Kind gerne gehabt. Also es war eigentlich keine ungewollte Schwangerschaft. Aber weil sie so Probleme mit ihrer Familie bekommen hätte, hat sie sich für einen Abbruch entschieden. Das heißt, es war eben keine ungewollte Schwangerschaft, sondern es war eine, wo wirklich, also die wirklich sehr emotional war, weil sie hätte das Kind bekommen, wenn sie nicht so, ja, im Grunde auch Angst vor ihrer Familie gehabt hätte. So. Und deswegen, glaube ich, war das auch so, weil sie war in der Tat auch das einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass eine Frau sowas äußert. Also dieses, sie möchte, bevor der Herzschlag des Embryos einsetzt, diesen Abbruch haben. Und wir haben das gemacht, obwohl wir gleichzeitig auch gesagt haben, wir verstehen das alles total. Und das, weißt du, deine Sicht, natürlich, es ist deine Erfahrung so, ne? Und es ist dein Embryo. Ne? Du kannst darauf natürlich auch eine Sicht haben, die dir entspricht. Ich möchte dir trotzdem mitteilen, ein Herz ist erstmal ein Muskel. So, ne? Darauf kann man natürlich sehr viel projizieren, weil man klingt natürlich, es ist ein Herz. Aber ich finde, da fängt eben auch diese, ich sag mal, diese suggestive Sprache halt schon an. Ne? Also bedeutet das jetzt was, wenn ein Herz schon schlägt? Das wird nämlich auch immer gerne gesagt. Es gibt in den USA in manchen Ländern den Heartbeat Bill, der nämlich auch sagt, wenn das Herz schlägt vom Embryo, dann dürfen keine Abtreibungen mehr stattfinden. Aber dann fragt man sich genau, warum. Also nur weil das Herz schlägt. Also heißt aber trotzdem nicht, und da gibt es nämlich auch schon sehr viele Studien über fötale Entwicklung, es gibt noch kein Bewusstsein, es gibt noch kein Schmerzempfinden. Und das finde ich nämlich auch sehr wichtig, den Frauen zu sagen. Also das Herz kann schlagen, aber es heißt noch nicht, dass es irgendeine Art von Bewusstsein oder Schmerzempfinden gibt. Und das sind nämlich auch die Informationen, denke ich, die sehr wichtig sind, den Frauen zu sagen. So, wir haben mit dieser Frau darüber auch gesprochen und am Ende haben wir aber natürlich gesagt, klar, wir machen das so, wie du das möchtest, weil es ist deine Erfahrung und deine Art, das zu verarbeiten. So, ne? Das ist uns auch total wichtig. Ich möchte noch eine Sache sagen zu der Abtreibungspille, weil Sie ja sagten, auch wenn der Arzt nur eine Abtreibungspille geben muss im Grunde, ne, beteiligt er sich an diesem Prozess und muss halt auch gucken, wie er das mit seiner Moral vereinbart. Ich denke aber trotzdem, dass es einen riesigen Unterschied macht, beziehungsweise das Schöne an der Abtreibungspille ist ja, dass diese moralischen Bedenken oder Probleme einer weiteren Person eigentlich dann nicht notwendig sind, wenn die Frau eben wie in Kanada oder wie das halt über Woman on Web oder Woman on Waves passiert, da muss eigentlich gar keine Person mehr dazwischen geschaltet sein, die da eventuell ein moralisches Problem mit hat. Das ist nämlich eigentlich auch der Segen der Abtreibungspille, dass das wirklich sehr selbstbestimmt funktionieren kann. Und was ich daran eben auch sehr wichtig finde, in der Tat, ist, dass die Frauen erleben ja tatsächlich wirklich diese Abtreibung sehr genau mit, sehr bewusst mit, also über einen längeren Zeitraum, manchmal einen Tag, manchmal gehen die Blutungen noch ein bisschen länger. Und die Rückmeldung, die man dann aber bekommt, ist eigentlich, obwohl sie auch sehen, was da aus ihnen herauskommt. Ne? Also sie sehen ja tatsächlich den Fruchtsack und da ist ein sehr kleiner Embryo drin, den man aber meistens nicht unbedingt sieht. Wenn der zum Beispiel, ich sag's mal einfach ganz, ne, also wenn der dann in der Toilette liegt, weil das ist einfach die Praxis, ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet, wie das dann funktioniert, dass die Frauen dann auch sagen, ich habe dadurch auch gesehen, dass das eigentlich viel näher an meiner Menstruation dran ist, an meiner Erfahrung der Menstruation, als es daran, dass ich ein Kind töte. Und ich finde das halt schon auch sehr wichtig, dass das eine Erfahrung ist, die Frauen eben auch machen können. Und damit will ich das nicht bagatellisieren, aber ich möchte damit sagen, dass sozusagen auch die Erfahrung, was eine Abtreibung ist, auch subjektiver von den Frauen gestaltet und erfahren werden kann mit der Abtreibungspille, während vorher halt immer sie, ne, also gefangen waren in diesen Erzählungen von wegen, du tötest ein Kind und die Frau weiß überhaupt nicht, wie genau der Embryo aussieht, wie groß der ist und was da eigentlich vor sich geht. Und dann auf einmal sehen die Frauen, wie das tatsächlich aussieht und es erinnert sie an einen Prozess, den sie halt jeden Monat erleben, nämlich ihre Tage. Und obwohl sie halt auch wissen, da liegt ein kleiner Embryo drin, der aber, wie ich schon sagte, eben Potenzial hat, ein Mensch zu werden, aber das noch lange nicht ist. Und ich glaube, das ist auch sehr heilsam für Frauen, das so betrachten zu können und nicht gefangen zu sein in einer Atmosphäre, wo das eben mit Tod und Horror und Furchtbaren und Grausamkeit und Bösartigkeit fast und Gefühlskälte und so weiter aufgeladen wird. So, ich glaube, die Abtreibungspille kann zu einer sehr großen Perspektivwechsel auch da helfen.
Also ich Vielen möchte Dank für das Wort Hader. Ich möchte jetzt doch noch gern jetzt von philosophischer und ethischer Perspektive sagen, wir haben jetzt sehr viel über Subjektives geredet, wie wir es empfinden, was wir meinen, uns reinzuversetzen. Aber es wird schon sehr kontroversiell diskutiert mal, was hier eigentlich abgebrochen wird. Ist das schon als Mensch zu bezeichnen? Ist es tatsächlich schon ein Kind? Was auch kontroversiell in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist, dass wenn Schwangerschaften sehr früh oft auch von selbst enden, wird das oft gar nicht von der Frau so wahrgenommen, manche kriegen es gar nicht mit. Da würde ich mal zur Vorsicht mahnen, hier von Kind und Tötung zu sprechen in diesem frühen Sektor. Es wird sehr kontroversiell auch medizinethisch diskutiert, ob wir hier überhaupt von Tötung sprechen können. Das ist nicht einfach nur subjektiv, sondern das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Ich erinnere an Diskussionen auch mit dem sehr kontroversiellen Peter Singer, der hier schon auch eingeworfen hat, dass wir eine sehr seltsame Doppelmoral haben, ja, was eben Schwangerschaftsabbrüche angeht, dann aber in anderen Fällen von anderen Krankheiten oder auch in Bezug auf das Alter, dann mit Menschen beispielsweise mit Behinderungen, Einschränkungen etc. ganz anders umgehen. Das heißt, wir gehen sehr intuitiv vor, ohne wirklich gut begründen zu können, warum wir hier von einer Tötung sprechen. Also wir haben eigentlich keinen wirklichen Marker zu sagen, jetzt handelt es sich um ein Kind. Und das hilft uns auch nicht, hier jetzt zum Beispiel auf legalem Weg wirklich gute Bestimmungen zu schaffen. Das heißt, wir handeln uns hier auch irgendwie in einem Raum weiter, wo dann einmal die eine Partei mehr Recht hat oder mal vielleicht beliebter ist und dann wieder die andere. Ja, also das ist jetzt schon nicht nur so subjektiv, sondern tatsächlich ein Problem, dass wir nicht diesen eindeutigen Punkt haben, wo wir sagen können, jetzt ist es ein Kind. Dann zweitens ist, was mir jetzt auffällt in der Diskussion, dass wir hier einen sehr interessanten Naturbegriff haben. Wir greifen nämlich immer ein. Wir verhüten Schwangerschaften ständig. Ja? Also wenn jetzt Frauen an sich, wenn sie regelmäßigen Sexualverkehr hätten, schwanger werden könnten, wäre das dann durchaus oft. Und zwar sicher nicht so oft, wie wir es jetzt im Allgemeinen gerne hätten, selbst wenn wir uns Kinder wünschen würden. Das heißt, ich halte auch neben diesem Muttermythos, diese Erzählung von der Frau und diese unbegrenzte Liebesressource, den zweiten problematischen Begriff, diesen Naturbegriff, Natur ist gut, hat auch dann mit natürlicher Geburt zu tun, sanfter Geburt zu tun. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, das mit diesem Begriff mitkommt. Aber auch diese Vorstellung, bei einem Schwangerschaftseingriff greifen wir quasi unnatürlich ein in einen Prozess, als ob wir das vorher nicht schon die ganze Zeit tun würden, ja? Indem wir eben kontrollieren, dass wir nicht schwanger werden. Ja, es ist ja, wir reden ja hier auch von ungewollten Schwangerschaften. Ja? Halte ich jetzt tatsächlich für eine Doppelmoral. Ja? Unterstelle ich jetzt mal, vielleicht sagen Sie jetzt nein, das ist auf keinen Fall der Fall, aber hier habe ich das Gefühl, dass wir etwas vorschieben und hier uns Ungenauigkeiten erlauben auch und Empfindsamkeiten, Empfindlichkeiten erlauben, die dann gerade den betroffenen Frauen nicht besonders helfen. Ja? Also wenn ich jetzt von den Erfahrungsberichten, die an mich herangetragen werden, jetzt gerade auch was Ärzte und Ärztinnen betrifft, ich bin natürlich jetzt keine Gynäkologin, also ich kann natürlich nur von den Berichten sprechen, die ich höre, dann gibt es ganz, ganz viel Erleichterung dran und auch sehr viele Ärzte, die jetzt das nicht bagatellisieren und sagen, das ist nicht ein Eingriff, der besondere Kenntnisse erfordert, das eine besondere Drucksituation für die Frau ist. Aber ich kenne auch sehr viele Ärzte, das muss ich jetzt schon sagen, die auch sagen, dass die Erleichterung den Frauen ins Gesicht geschrieben ist, dass die sich nachher noch jahrelang später bedanken, dass sie noch Kontakt mit diesen Patientinnen auch haben, dass sie oft bei ihnen bleiben. Wo ich sagen würde, diese Tötung und dieser einzigartige Eingriff eben nicht im Zentrum steht, sondern ich erlebe hier auch einige Gynäkologen, die wenigen, die es in Österreich gibt, die es machen, die sagen, sie möchten es eigentlich wegbringen von diesem einzigartigen Eingriff zu. Wir haben diesen Reproduktionsmechanismus bei Frauen, der kann zu einer Schwangerschaft führen, kann zu einem Kind werden oder auch nicht. Aber den rauszuheben aus diesem ideologischen, Kind ist auf jeden Fall gut, Natur ist auf jeden Fall gut, Muttersein ist gut, ja, und in eine Perspektive setzen, nämlich dass das Mechanismen sind, dass es Prozesse sind im Körperlichen, die wir mehr oder minder immer schon regulieren versucht haben. Wir regulieren ja auch Geburten seit jeher, ja, also haben wir ja auch Fortschritte gemacht, sonst würden noch die meisten Frauen sterben. Das heißt, wir greifen immer ein, deshalb würde ich hier plädieren von
Tötung und einzigartigen Begriff wegzugehen und den Frauen die Möglichkeit mit anderen Maßnahmen, familienpolitischen, frauenpolitischen Maßnahmen, ökonomischen Gleichstellungen zu geben, damit sie sich wirklich frei für oder gegen ein Kind entscheiden können, wo nicht ständig Angst ist, dass sie keine Kinderbetreuungseinrichtungen haben, dass sie den Anschluss an den Job verlieren, dass sie in Altersarmut enden. Also hier könnten wir gesellschaftliche Maßnahmen setzen, aber bitte nicht, indem wir Frauen hier in diesem physiologischen Prozess irgendwie festschreiben und sagen, selbst schuld, wenn du schwanger wirst. Die Singer-Ethik, ich habe gerade nicht direkt in Vorbereitung dieses Zusammentreffens, aber kurz vor Weihnachten, es gibt ein Reklamband, der ist schon ein bisschen älter, da ist diese ganze von ihm selber, diese Gegenüberstellung, die Sie ja eben schon angedeutet haben, auch drin. Das wissen Sie ja auch, dass Singer eben auch nur einer von vielen Ethikern ist. Auch da ist es halt so, es gibt verschiedene Positionen, so wie wenn jetzt hier statt meiner, wie ich schon erwähnte, Frau Tennert sitzen würde oder Frau Schasch sitzen würde, die würden möglicherweise, oder ich bin ziemlich sicher, erstens, weil sie Frauen sind, zweitens, weil sie eher, sagen wir mal, ihnen näher stehen. Ja, in ihren Ansichten, die würden wahrscheinlich was anderes sagen. Aber dennoch denke ich, es gibt verschiedene. Ethik ist sowieso ein sehr auslegbares Fach. Das wissen Sie auch. Genauso wie Philosophie. Dann muss man sagen, okay, es gibt diese Auffassung zum Schwangerschaftsabbruch. Es gibt aber auch eine andere. Und eine Position ist die, die ich zum Beispiel vertrete. Ich denke, dass auch das kann man sozusagen in sein Weltbild einbauen. Ich nehme interessiert zur Kenntnis, wie Ihre Sicht der Dinge ist. Die hatte ich bisher noch nicht so, aber man nimmt ja auch immer was mit und lernt daraus. Und dafür darf ich mich schon mal bedanken, genau wie bei Frau Diehl für das Wort Hadern. Habe ich lange nicht mehr gebraucht. Das trifft es ziemlich gut und ich denke, es ist auch bei manchen Frauen so, dass sie damit hadern. Es ist ja im Übrigen nicht so, auch wenn Sie das jetzt hier eben so dargestellt haben, dass der Schwangerschaftsabbruch bei Durchführenden, bei den beteiligten Frauen und auch bei den Familien, die drumherum sind, nicht spurlos vorbeigeht. Nicht. Ja, das ist, glaube ich, diese Idealdarstellung, die Sie eben gebracht haben, also alle sind froh und sind da noch viele Jahre Arzt und Patientin und sind sich sehr dankbar, weil natürlich ist die Frau hinterher positiv in den Emotionen, weil sie dieses hinter sich gebracht hat, weil sie diese Entscheidung, die sie ja vorher gut abgewogen hat und dann war der Schwangerschaftsabbruch natürlich, das wäre ja furchtbar, wenn es nicht diese Rechtfertigungszufriedenheit gäbe, die wir alle im Leben haben, sonst wäre es ja furchtbar, wenn wir jede unserer Entscheidungen da noch so eine gravierende in Zweifel stellen würden und hinterher sagen, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Dennoch ist es so, dass, und dafür gibt es viele Studien, und es wird ja jetzt auch gerade einer auf den Weg gebracht, morgen trifft sich der Beirat, dem ich angehöre, und unter Frau Hahn ist ja eine Studie auf den Weg gebracht worden, die ungewollte Schwangerschaften und die Folgen drumherum erforschen soll oder begleiten soll und dann daraus Schlüsse ziehen. Es gibt inzwischen international sehr, sehr viel Literatur, die eben sagt, es bleiben Folgen bei den Frauen unterschiedlich, je nachdem, wie sie in ihrem familiären und sonstigen Setting aufgefangen sind und aus welcher sozialen Situation sie kommen und den Schwangerschaftsabbruch machen müssen. Natürlich wird das Beispiel, was Frau Diehl gebracht hat, das ist eine extreme Konfliktsituation. Das wird an der Frau auch danach nicht spurlos vorbeigehen, denn der Konflikt mit der Familie ist ja offensichtlich da. Der wird nicht nur rund um die Schwangerschaft Bestand haben und. Also das will ich nur noch mal sagen. Es wird ja auch gelegentlich so getan, als wenn es keine negativen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs gäbe. Die gibt es sehr wohl, differenziert auch dort. Auch dort grau, nicht schwarz-weiß. Und ebenso, auch dazu gibt es Forschungsergebnisse, gibt es Folgen für die das durchführen, auch nicht für alle. Und es gibt Folgen für die Familie oder für die Partner, die daran ja eben auch beteiligt waren. Und nicht alle Männer sind so unsensibel, dass sie nicht auch, glaube ich, sagen zu dürfen, nicht dort auch ein gewisses Mitleid haben. Ja? Das dazu.
Also da würde mich in der Tat noch mal genauer interessieren, was für Studien meinen Sie jetzt, die von Langzeitfolgen sprechen? Weil ich glaube, dass man da gerade dem Publikum gegenüber, das uns jetzt zuschaut, wirklich sehr genau sein muss, weil bei den meisten Leuten geht halt immer gleich an, okay, es gibt diese Rede von dem Postabtreibungssyndrom, das ja im Grunde behauptet, dass Frauen immer irgendwie fast schon krankmachende Depressionen und dergleichen bekommen nach einer Abtreibung. Und ich will da vielleicht auch nochmal sagen, es gibt keine seriöse wissenschaftliche Institution, die dieses Postabtreibungssyndrom festgestellt hat oder irgendwie für etwas Reelles also bezeichnet, sondern es gibt sehr viele Langzeitstudien, die eben auch, also die ich natürlich eher kenne, die aus den USA kommen, zum Beispiel von der American Psychological Association, die gesagt haben, es gibt eben überhaupt keinen Zusammenhang von psychologischer Gesundheit, auch nicht nach 5 Jahren, auch nicht nach 10 Jahren und der Erfahrung eines Schwangerschaftsabbruchs. Was Sie ja gerade erwähnt haben, ist aber natürlich, wie ist die Frau eingebettet? In welche Erzählungen ist die Frau eingebettet? Und da möchte ich halt auch mal sagen, mein Erlebnis war tatsächlich oder ist eigentlich auch seit 7 Jahren fast jede Woche, ja, dass die Frauen halt mit einer wahnsinnigen Erleichterung hier in Berlin ankommen, weil sie dann auf einmal sehen, dass ihnen tatsächlich geholfen wird, dass tatsächlich Leute da sind, die sie freundlich behandeln, wo sie sich nicht mehr verstecken müssen, wo sie ehrlich darüber sprechen können, wie es ihnen geht. Und ich denke, das ist halt auch so eine Art von Set und Setting, ne? Also wie... In welche Erzählungen, in welche familiären Umgebungen, in welche Idee von Abtreibung ist die Frau eingebettet, wie sie dann überhaupt diese Erfahrungen verarbeiten kann. Und wenn wir weiter natürlich sagen, ne, das ist eine Tötung, du tötest ein Kind, es wird psychologische Folgen haben, du bist gefühlskalt, du bist keine richtige Mutter, natürlich macht das extrem viel mit einem Empfinden, wie man so einen Prozess dann durchlebt. Wenn man hingegen aber eben neutrale wissenschaftliche Informationen der Frau gibt, was ist ein Embryo, was sind deine Bedürfnisse, ne? Also auch kirchliche Perspektiven hinterfragt, naturwissenschaftliche Perspektiven genau auslegt, dann glaube ich, ist das eigentlich etwas, womit die Frau sehr gut, also umgehen kann, weil sie nämlich auch einen klaren Bezug dazu hat, was der Embryo für sie für eine Projektionsfläche ist. Denn letzten Endes ist der Embryo einfach eine riesige Projektionsfläche. Und dann ist eben die Frage, was für einen Bezug hat die Frau dazu? Was wird ihr erzählt? Was wird ihr aufgedrängt? Oder wo kann sie wirklich einen freien Bezug dazu haben? So, ne? Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie diese Erfahrung geformt wird. Und wir leben eben in einer Gesellschaft, in der Abtreibung so stigmatisiert ist, dass Frauen sich eben auch nicht austauschen darüber, wie ihre Erfahrung war. Was ich auch ich glaube, das ist ein Grund auch, der auch dem entgegensteht, dass das auch eine heilsame Erfahrung ist oder eine gute Erfahrung, dass Frauen nicht darüber offen reden können, sondern eben da die Isolation anfängt. Und alles, was du isoliert irgendwie wahrnehmen musst, glaube ich, könnte eher eine Bürde werden. Also das sind ja wirklich, da muss man sich genau betrachten, eben, ne, also woher kommen schlechte Gefühle? Wie werden die evoziert? Ich finde es nämlich auch immer sehr... Also wirklich doch ziemlich garstig, wenn eben Abtreibungsgegner im Grunde genau die Bilder präsent haben wollen für die Frauen, die dann eben schlechte Erfahrungen vielleicht hervorrufen, was dann wieder als Argument genommen wird, warum Abtreibung generell schlecht ist. Ne? Also in was für einem Teufelskreis von Stigmatisierung steckt man da drin. Ne? Ich würde Ihnen die 5 Punkte zusammenfassen eines Artikels, der im Frauenarzt erscheinen wird. Das ist eine Zeitung des Berufsverbandes der Frauenärzte. 5 Punkte, die Studienlage zusammenfassen. Ich habe also tatsächlich dafür verschiedene Übersichtsarbeiten zusammengefasst und dann auch noch eine aktuelle Arbeit von 2020, etwa 10 bis 12 Studien, die Übersichtsarbeiten waren. Die Studienergebnisse sind insgesamt nicht eindeutig, muss man sagen, was psychische Folgen betrifft. Also die Sie zitiert haben, war ja nur eine einzige, die methodisch durchaus kritisiert wird. Ja. Dann die Erfahrung eines Schwangerschaftsabbruchs kann zu posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Kann. Ja. Hauptfaktoren für psychische Auswirkungen sind der Grund für den Schwangerschaftsabbruch, die Art des Eingriffs, die Schwangerschaftswoche zum Zeitpunkt der Abruption Durchführung und persönliche, soziale, wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Faktoren, die die Einstellung der Frau zum Schwangerschaftsabbruch beeinflussen. Viertens,
Oft sind sich Frauen rund um den Schwangerschaftsabbruch nicht bewusst, dass sie aufgrund späterer psychischer Auswirkungen psychologische Unterstützung benötigen. Die treten nämlich meist erst innerhalb von 4 Monaten bis zu einem Jahr nach dem Schwangerschaftsabbruch auf. Und wir müssen jetzt wissen, welche Frauen brauchen Unterstützung und für welche andere Gruppe ist es sozusagen unproblematisch. Also nicht alle Frauen brauchen eine ärztliche oder psychologische Unterstützung nach einem Schwangerschaftsabbruch, aber eben eine bestimmte Gruppe. Und da weiß man, das sind die Frauen mit einem hohen Risiko für spätere psychische Komplikationen nach Schwangerschaftsabbruch, die eben aus bestimmten, wie Sie es schon eben formuliert haben, belasteten Settings kommen. Auf die sollte man, das sind ungefähr 10% wahrscheinlich oder ein bisschen mehr, auf die sollte man sozusagen die Unterstützungsangebote konzentrieren. Auch das ist kein Muss, aber man sollte die sozusagen im Blick haben. Das ist die Studienlage 2021, wenn man sich damit wirklich eingehend befasst. Das ist sozusagen die naturwissenschaftliche Essenz von dem, was Sie eben gerade sagten. Das muss man erstmal so hinnehmen. Das sind wirklich ich sag mal, 15 großen Reviews, die in den letzten 3 bis 4 Jahren publiziert worden sind. Die habe ich nochmal zusammengefasst. Das ist der Stand. Von dem Syndrom, was Sie eben gesprochen haben, spricht niemand. Aber es gibt einzelne Punkte, die man, denke ich, ernst nehmen sollte. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Es gibt eine Gruppe, die wir im Blick haben sollten und die sollten wir ordentlich wie alles andere betreuen. Und da sollten wir sozusagen verhindern, dass etwas passiert. Und die anderen, das gebe ich gerne zu, kommen damit entweder alleine oder mit Partnern oder mit wem auch immer gut zurecht. Das ist der Stand der Dinge. Herr Professor David, ich möchte jetzt schon noch mal klarstellen, weil Sie vorher gemeint haben, ich idealisiere das und habe hier idealtypische Vorstellungen. Ganz und gar nicht. Ich möchte sogar betonen, ich würde mich freuen, wenn wir weder Schwangerschaftsabbrüche versuchen zu idealisieren, als auch Schwangerschaften versuchen zu idealisieren. Das wird nämlich aus beiden extrem viel Druck für die betroffenen Frauen nehmen. Zu den Folgen. Ja, will ich Ihnen gar nicht widersprechen, spricht alles dafür, von unseren gesellschaftlichen Narrativen, vom Muttermythos angefangen, die konservativen Settings, Pensionsfamiliensysteme, was auch immer, Sie haben vollkommen recht, da werden Betroffenheiten entstehen, da wird es psychische Probleme geben. Aber nicht, und das ist jetzt das Interessante für mich, nicht zwangsweise deshalb, weil es diesen Eingriff gab, sondern weil die sozialen und ökonomischen Verhältnisse, die religiösen, kulturellen Settings Frauen in diesen Zugzwang bringen. Ja, also das würde ich gerne auch in diesen Studien abgebildet wissen. Womit hat es eigentlich zu tun, dass diese Frauen unter diesem Druck leiden? Und zweitens möchte ich betonen, es bleiben auch Folgen, wenn eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen wird. Und das kann nämlich auch zu psychischen Folgen führen, nämlich beispielsweise für die gesamte Familie, für die Kinder und auch für die Frau. Und gerade wenn man sich anschaut, wie lange Kinder betreut werden, wie viel Aufmerksamkeit, wie viele Ressourcen gefordert werden. Das ist eine schöne Aufgabe, aber das ist eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Verantwortungsbewusstsein und sehr, sehr viel persönliche Ressourcen erfordert. Das heißt, wäre es nicht besser, ich frage es jetzt wirklich so rein, weil es mich auch interessiert, wie Ihre Meinung dazu ist, wenn wir also Frauen die Möglichkeit geben, sich bewusst dafür zu entscheiden, nämlich unter dieser Vorstellung, ich kann mich da jetzt frei entscheiden, fühle ich mich bereit dafür? Kann ich das auf mich nehmen? Ich weiß, wie mein kulturelles Setting ist. Ich weiß, wie meine ökonomischen Voraussetzungen sind. Ich kann nicht alles überblicken, aber die meisten Frauen können sich einschätzen. Und das Spannende ist, wenn man sieht, in den Ländern, wo sie Frauen beispielsweise Verhütungsmittel in die Hand geben, also Länder wirklich, also wir würden es jetzt vielleicht als rückständig bezeichnen, ich möchte es jetzt wirklich nur unter Anführungszeichen setzen, aber nennen wir Länder auch wie von Afghanistan bis Pakistan. Wir können sehen, dass auch hier die Kinderanzahl zurückgeht, aber nicht auf 0 und nicht auf 2, sondern auf eine Zahl, die im ökonomischen Rahmen noch fassbar ist. Und auch hier gibt es gute Auswertungen, die belegen, dass Frauen sich da nicht für keine Kinder entscheiden, sondern dass sie sich bewusst entscheiden, wann sie Kinder bekommen, zu welchem Zeitpunkt sie es bekommen, nämlich auch, sind sie körperlich in der Lage, sind sie gesundheitlich, also in der Lage im Moment, sind sie finanziell in der Lage, wie ist die Familiensituation, und sehr, sehr bewusst mit diesen Entscheidungen umgehen. Also von dem her muss ich sagen, dieses Tabu, dieses Gefühl, ich darf da nicht frei entscheiden, ich kann ja nicht die Verantwortung übernehmen, etc., also da tue ich mir schwer, Ihnen zu folgen, warum wir dies irgendwie, warum wir da mehr Druck aufbauen sollten, warum wir hier das
das nicht eher, wie soll ich sagen, vielleicht vernünftig angehen sollten im Sinne von, es gibt ein Beratungsgespräch ja sowieso beim Arzt. Warum muss hier sozialer Druck aufgebaut werden? Warum muss hier psychischer Druck aufgebaut werden? Warum müssen hier mit irgendwelchen Szenarien wie, es könnten Syndrome folgen, es könnten Depressionen folgen, warum muss hier so gearbeitet werden? Warum nicht ein sehr naturwissenschaftlicher Zugang, der einfach mal Risiken abklärt und auch den Eingriff überhaupt einmal erläutert? Ich würde gerne ganz kurz in Anbetracht der Zeit einhaken, auch wenn Sie vorhin jetzt gerade noch mal eine Frage gestellt haben. Ich gebe das gerne gleich noch mal ab an den Professor David, vielleicht als und dann auch an die Frau Diehl als kleine Schlussrunde und würde dann die Frau Bernagast bitten, uns zu sagen, ob und was für welche Fragen denn noch über den Chat aufgetaucht sind, damit wir die auch noch wenigstens kurz am Ende behandeln können, weil die Zeit doch schon recht fortgeschritten ist. Aber jetzt gerne noch, falls jemand von Ihnen noch reagieren möchte auf die Frage, die gerade gestellt wurde, dafür ist auf jeden Fall noch Zeit. Die Frage war so komplex, dass ich sie nicht beantworten kann, jedenfalls nicht so kurz. Aber ich verstehe ungefähr, was Sie sagen wollen. Was ich jetzt gerne antworten will, das ist ja auch immer, wie beantwortet man Fragen und wie versteht man sie? Das ist ja auch immer im eigenen Interesse. Was ich gerne darauf antworten will, ist, selbst wenn ich aus einem super Setting und Kontext oder welche Worte man jetzt auch immer noch nimmt, Familienverband komme, und das alles für mich gut geklärt habe und das dann und den Schwangerschaftsabbruch dann wie auch immer durchführen lasse, ist keine Gewähr, dass hinterher alles super ist. Das muss man einfach so sagen. Ja, also es ist nicht nur das Soziale und es ist nicht nur die deprivierte Situation, sondern es ist eben auch ein bisschen mehr. Und natürlich können Sie sagen, die Gesellschaft, die Einflüsse, die auf unsere Erziehung gewirkt haben und. Das ist mir aber jetzt für heute Abend zu groß und zu viel. Ich habe schon einen gesellschaftlichen Versuch bis 1989 mitgemacht, der gescheitert ist. Insofern bin ich mit revolutionären Umwälzungen vorsichtig. Aber Sie haben recht. Also ich bin in der DDR aufgewachsen und habe bis 1989 da gelebt, um diese Umschreibung etwas zu klären. Auch da bin ich ganz zufrieden, dass ich jetzt in diesem Land und in diesem System lebe, was insgesamt viel freiheitlicher mit diesem Thema umgeht, obwohl gerade das Thema Schwangerschaftsabbruch in der DDR offensichtlich besser gelöst war als in der alten Bundesrepublik. Auch dazu könnte man sich länger unterhalten, wenn es Interesse gäbe dafür, gibt es aber eher nicht. Aber die Gesellschaft werden wir jetzt ja im Moment nicht umändern und wenn, ist es eine Aufgabe von Ihnen in den nächsten 30 Jahren. Aber im Moment müssen wir ja mit der Situation umgehen und im Moment finde ich, dass mit dem Angebot der Beratung und allem, was hinten dran hängt, nicht entmündigend, aber ich verstehe, dass Sie beide da eine andere Wertung oder eine andere Sicht haben. Wäre Frau Diehl, falls Sie noch was ja. Ich finde das wirklich interessant, weil ich glaube, wir sprechen halt wirklich von unseren Erfahrungswerten natürlich, ne, von unserem Erfahrungshintergrund. Und was ich halt in dieser, ich nenne es mal, in dieser Selbstorganisation vor allem gelernt habe, ist das Bedürfnis von Frauen, diesen Prozess selbst gestalten zu können und inwieweit das von diesem politischen und Medizinsystem verhindert wird und auch in keinster Weise gefördert wird, sondern sogar behindert wird, wenn es da irgendwelche Wünsche gibt. Und dass ich das wirklich sehr bedauerlich finde. Ich würde nämlich auch nicht sagen, dass es sozusagen jetzt, was Frau Hirn und ich sozusagen befördern wollen, diskursiv irgendwas Revolutionäres wäre, sondern es geht einfach nur darum, dass Frauen etwas, was sie betrifft, selbst gestalten wollen, weil es sie selbst betrifft. So, ne? Und inwieweit und eben wirklich zu gucken, was hindert Frauen daran, was sind ihre Bedürfnisse und wie wird das ihnen weggenommen. So, ne? Und da ich eben das 7 Jahre lang mir angehört habe und eben auch da wirklich, wie ich finde, sehr interessante Strukturen jetzt auch
auch sehe, wie man das auch relativ leicht eben diese Selbstgestaltung organisieren kann, eben zum Beispiel mit der Abtreibungspille oder vor allem mit der Abtreibungspille. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt habe, aber es gibt in Polen ja in der Tat wirklich Frauengruppen, die selbst organisiert Abtreibungen machen mit der Pille und da wirklich auch von sehr guten Erfahrungen berichten, weil die Frauen halt tatsächlich ganz weg von, also nicht ganz weg, das will ich gar nicht so sagen, das, wie gesagt, ich will gar nicht in Opposition zu uns und dem Medizinsystem aufmachen, aber ihnen ist es halt wichtig, dass sie doch wirklich relativ niedrigschwellig diesen Abtreibungsprozess selber gestalten konnten und teilweise wirklich auch mit Freundinnen zusammen, mit ihrem Freund zusammen zu Hause wirklich gucken konnten, was brauche ich, was will ich, aber auch vor allem, wie will ich das auch, also wie will ich mit meinen Empfindungen umgehen. Und da würde ich halt auch sagen, in der Tat, was Frau Hirnald schon öfter erwähnt hat, wir sind da wirklich so befangen in einem System, was uns vorgibt, was wir zu fühlen haben, welche Bedenken wir zu haben müssen. Ich weiß mittlerweile aus meiner Erfahrung, dass Frauen das können, weil sie sich damit beschäftigen, wenn sie in dieser Situation sind. Und finde das in der Tat auch, also gerade wenn es um sowas wie Selbstorganisation geht, in einem sicheren Rahmen, sehr ermunternd. Also gerade wirklich, wenn es darum geht, Vertrauen zu haben in Menschen, dass sie gute Entscheidungen für sich und andere treffen. Also ich finde es wirklich eine sehr schöne Erfahrung tatsächlich, diese Arbeit. Das ist das eine, was ich nochmal eben abschließend sagen will. Das andere will ich eben auch nochmal sagen oder nochmal dafür ein Plädoyer machen, was ich eben schon meinte, dass man Abtreibung und Geburt nicht als Opposition sehen darf. Und das meine ich nämlich auch in dem Hinblick, was gerade so schön nochmal sich entwickelt hat in der Argumentation, dass wieder nur gesagt wurde, okay, also es gibt Frauen, die leiden unter Abtreibung und deshalb, und deshalb was? Ich meine, es gibt auch viele Frauen, die leiden sehr unter der Erfahrung ihrer Geburt und ihrer Mutterschaft. Deswegen würde auch niemand sagen, du musst dann nochmal beraten werden, ob du das wirklich machst oder nicht. Also da würde ich auch nochmal eben sehr dem zustimmen, was Frau Hirnald schon mal gesagt hat. Was wir als natürlich wahrnehmen, was wir als manipulativ wahrnehmen und so weiter, das ist eine Entscheidung, eine kulturelle Entscheidung, die wir treffen, die ich meines Erachtens, also ja, in der Tat sehr gut auflösen kann, indem man diese beiden Themen nicht so als krasse Opposition sieht, sondern wirklich, ja, das sind beides sehr einschneidende Erlebnisse in dem Leben einer Frau. Und dann kommt es halt wirklich extrem darauf an, ja, eben Set und Setting, ne, wie das gestaltet wird oder gestaltet werden kann von der Frau. Es gibt sehr viele Frauen mit postnataler Depression. Deswegen würden wir einer Frau nicht von der Geburt abraten. Ne? Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, das ist doch jetzt auch ein sehr passender Punkt, um kurz zu schauen, welche Fragen von Ihnen aus dem Publikum noch gekommen sind heute Abend. Und ich gebe kurz an die Frau Bernecke ab dafür. Ja, also es sind jetzt doch noch einige Rückfragen eingetroffen, und zwar an den Herrn David in Bezug auf die DDR, wie die Abtreibungsregelung in der DDR geregelt war. Da kamen jetzt auch noch einige Nachfragen. Ich glaube, Sie haben einige aus dem Publikum da neugierig gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie da kurz was zu sagen könnten. Ja, es war dann offensichtlich ein Fehler, dass ich es gesagt habe. Das muss ich jetzt dazu Stellung nehmen. Ja, wie war es geregelt? Also das wäre jetzt nochmal ein extra kurzer Vortrag, das möchte ich jetzt am Ende der Veranstaltung Ihnen nicht zumuten, aber es war so, dass 1973, wenn ich mich nicht, nee, 72, das durch die damalige Volkskammer beschlossen wurde, und es war eben das einzige Gesetz, von dem man weiß, dass es mit Gegenstimmen beschlossen wurde, aber es wurde beschlossen, und es sollte eben schneller sein als das, was gerade auch auf der anderen Seite der Mauer durch die SPD auf den Weg gebracht worden war, nämlich die erste Reform, die ja wiederum angestoßen worden ist von der sogenannten zweiten Frauenbewegung und dem Sterncover. Und dort war eben der Schwangerschaftsabbruch mehr oder weniger ohne Beratung freigegeben. Es wurde ausschließlich in Kliniken durchgeführt. Das ist so ungefähr die Essenz. Und also das, was Frau Hirn und Frau Diehl kritisch unter anderem bemängelt haben, also die negative Konnotation, insbesondere für die Frauen selber, das gab es eben nicht. Ja. Also es war aus heutiger Sicht sehr viel liberaler geregelt, als das
in der alten und auch in der neuen Bundesrepublik jemals geschafft worden ist. Näheres kann ich gerne zuschicken, wenn Sie meine E-Mail-Adresse notieren wollen, also vorname.nachname@charité.de, dann schicke ich Ihnen gerne dazu eine zusammengefasste Publikation, die auch nicht zu lang ist und die man dann sich durchlesen kann. Dann habe ich jetzt nicht zu viel Zeit nochmal Ihnen weggenommen. Also matthias.david@charité.de schicke ich Ihnen gerne morgen zu. Ja, vielen Dank, Herr David. Da kam nämlich auch noch eine Nachfrage von einer Teilnehmerin, weil einige von Ihnen Studien genannt haben und auch auf weitere Literatur verwiesen hat, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass Sie, also auch an Frau Diehl und an Frau Hirn gerichtet, an Sie drei, ob Sie da ein paar Autoren nennen könnten, dann kann ich vielleicht eine kleine Liste zusammenstellen und das im Nachgang an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen heute Abend schicken. Wenn Sie da einfach ein paar Namen, Titel haben, dann gerne also, an mich. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie einfach, wenn die Interessentinnen sind jetzt, glaube ich, wenn ich hier durchgezählt habe, so 7 oder 8 Männer, die anderen 73 sind Frauen. Also wenn die Zuhörerinnen mir einfach direkt schreiben, dann schicke ich Ihnen das zu. Das ist vielleicht effektiver. Also gerne ja. an diese dienstliche Adresse und ja. Und ich denke, wir werden uns ja hier und da nochmal begegnen, weil das Thema ist ja weiterhin im Schwange. Und ich werde, denke ich, Frau Hirn und Frau Diehl auch nochmal irgendwann persönlich treffen. Und dann tauschen wir uns über die Literatur da nochmal direkt aus. Aber vorher schon gerne per Mail. Ja. Das Buch muss ich natürlich auch jetzt kaufen. Noch. Das Buch muss ich noch erwerben morgen von Frau Hirn. Ja, vielen Dank. Klingt doch schon mal vielversprechend. Und wo Sie das Thema gerade angeschnitten haben, da kamen jetzt tatsächlich auch nochmal Rückmeldungen rein, und zwar, dass ja heute Abend vorwiegend Frauen anwesend sind und dass das Thema scheinbar Männer nicht so interessiert, weil sie es vielleicht auch nicht so betrifft. Und eine konkrete Nachfrage, warum wird bei diesem Thema die Vasektomie nie mitdiskutiert? Also warum ist die Bestimmung über den männlichen Körper bei dieser Debatte kein Thema? Das wird jetzt vielleicht eher aus philosophischer Sicht zu beantworten sein, ist ein anderes Thema, könnte man auch zusammennehmen, aber auch da komme ich dann wieder zurück auf das, was Sie jetzt nicht hören wollen. Schwangerschaftsabbruch ist ein besonderes Thema, da ist ja das Kind schon da, auch wenn wir jetzt darüber diskutieren wollen, ab wann ist es ein Mensch und so weiter und so weiter. Das ist der Unterschied, das wird eher... wenn wir jetzt rein die Unterbrechungs- oder die Verhütungsmethode sehen, wird es eben gegenübergestellt der Sterilisation oder der Einnahme einer Antibabypille oder wenn es dann irgendwann mal die Pille für den Mann gibt. Wir wissen, dass das kulturell sehr unterschiedlich ist. Also in Großbritannien sind sehr, sehr viele Männer, also relativ viele Männer sterilisiert. Frankreich und Deutschland sind Pillenländer. In China haben 80%, glaube ich, eine Intrauterinspirale. Das kann man auch alles nachlesen in dem erwähnten Museum in Wien. Das sind auch wieder kulturelle Gründe. Wie ist das alles entstanden mit den Verhütungsmitteln? Das ist ein extra Thema. Aber da sehe ich eher eingeordnet, warum wird der Frau die Verhütung zugeschoben und nicht dem Mann? Das geht dann sogar wieder in die Paarpsychologie. Aber das ist jetzt für mich kein Thema, was mit dem Schwangerschaftsabbruch zu vergleichen ist, bei aller Einfühlung in die philosophisch-ethische Sicht. Ja, vielen Dank. Vielleicht haben Frau Diehl und Frau Hirn noch etwas zu dieser Thematik. Wenn Sie noch darauf eingehen möchten, gerne. Wir könnten viel über die Narrative sagen, warum Schwangerschaft ein Frauenthema ist und den Frauen dazu geschoben wird. Ich fand es sehr interessant, mit eben beispielsweise dem Leiter von diesem Museum
darüber zu diskutieren, als Mann, der eindeutig dafür plädiert hat, hier Männer in die Verantwortung zu nehmen und hier auch, auch mit den Erfahrungen mit den Patientinnen etc. eindeutig ausmacht, dass es hier auch das kulturelle Verständnis nicht dafür gibt, dass Männer hier irgendwie etwas damit zu tun haben und auch nicht dieses Bewusstsein da ist, dass Frauen nicht einfach von sich aus schwanger werden, aber dass die Verantwortung für alles, was da passiert, auch mit ihrem Körper einfach eine Frauensache ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein biologisches Schicksal, ein physiologisches Schicksal, aber so einfach ist es eben nicht, weil Gesellschaften natürlich auch darauf angewiesen sind, dass, ich sage jetzt einmal philosophisch-ethisch, ja, dass neue Menschen den Raum fluten, ja, den öffentlichen Raum. Das heißt, wir sind angewiesen darauf. Ja. Das hat natürlich eine ganz spezielle Spannung und Dynamik auch drinnen, jetzt nicht nur demografisch, sondern natürlich auch ideologisch. Aber dennoch gibt es eigentlich keine gute Begründung, warum wir Schwangerschaft jetzt als eine reine Frauenangelegenheit denken. Es gibt allerdings auch Auswertungen dazu, dass Frauen ihren Männern quasi die Verhütung nicht so einfach anvertrauen würden, denn die Folgen hätten sie ja schlussendlich wieder zu tragen. Ja? Das heißt, was ist, wenn jetzt ein Mann beispielsweise seine Verhütungspille vergisst. Also die Leidtragende unter Anführungszeichen ist dann erst wieder die Frau. Das macht es natürlich schwierig, auch diese Dinge in Männerhand zu legen. Also ja, das ist auf mehreren Ebenen sehr, sehr komplex, ja. Aber dass wir es hier auf jeden Fall mit einem starken kulturellen Narrativ zu tun haben, dass Schwangerschaft und auch Verhütung Frauensache sind, das ist, finde ich, ganz eindeutig. Also da gibt es auch sehr, sehr gute kulturelle Arbeiten dazu. Ich führe jetzt nur mal kurz die Barbara Duden an, die sich stark mit Schwangerschaft auch im 17., 18. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, aber auch die Barbara Winchen, die sich mit der deutschen Mutter auseinandergesetzt hat, mit den Autorinnen, also deutsche Autorinnen sozusagen, die da ganz, ganz viele dieser Narrative schon wirklich sehr ausführlich auch erklären und aufgezeigt haben. Ja? Und ich kann nicht sehen, dass sich die wirklich schlagartig verändert hätten. Also wir sind in diesen Narrativen, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, noch ganz stark gefangen. Ja, vielen Dank, Frau Hirn. Dann kleinen Augenblick. Genau, und zwar kam relativ am Anfang noch eine Ergänzung zu Frau Diehl. Da meinte eine Teilnehmerin, dass in vielen Kliniken wird gar nicht abgesaugt, sondern unnötigerweise ausgeschabt. Frauen kennen den Unterschied meist nicht und sollten auch darüber aufgeklärt werden. Diese Ergänzung kam relativ am Anfang über die verschiedenen Abtreibungsmethoden, was sie erzählt haben, und das war nur eine Ergänzung. Ja, und das finde ich in der Tat auch sehr, sehr wichtig, dass das gesagt wird, genau. Weil es in der Tat eben eine Methode ist, die Ausschabung, die tatsächlich auch noch Nebenwirkungen hat, die nicht gut sind. Also ich glaube 15% habe ich mal gehört von Doctors for Choice, also 15% der Gynäkologen in Deutschland machen diese Methode noch, und das finde ich halt wirklich fahrlässig im Grunde, dass Gynäkologen sind, die sich da nicht haben weiterbilden lassen, um diese besseren Methoden zu lernen, und dass das aber die Frauen auch nicht wissen. Also das heißt, es ist genau dieser Punkt dieser Uninformiertheit im Grunde, dass Frauen da auf einmal Methoden ausgesetzt sind, die eigentlich total, also gar nicht mehr zeitgemäß sind, weil eben ältere Gynäkologen sich nicht haben weiterbilden lassen und die Frauen das aber nicht wissen. Ne? Kann man so nicht stehen lassen. Auch die Zahl, wer würden Sie beweisen müssen, die Organisation, die Sie nannten, hat da auch eine bestimmte Ausrichtung. Da könnte man jetzt auch drüber reden. Es geht auch nicht um Fort oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass unter Umständen die Anschaffung eines Absauggerätes offensichtlich Geld kostet und die Kollegen einfach diese Investition möglicherweise nicht auf sich nehmen wollen, was ich traurig finde. In den Kliniken kann man davon ausgehen, dass dort die Absaugung lange schon durchgeführt wird. Ich kenne die Diskussion, bin sie auch ein bisschen leid, aber ich sage es hier nochmal, es ist niemand, der eine Frau durch den Schwangerschaftsabbruch gefährden will. Es ist bekannt, dass die Absaugung übrigens seit mehreren Jahren die bessere Methode ist, die noch bessere ist die Kombination aus Mifegyne und Mifepriston, also das, was Sie immer als Abtreibungspille bezeichnet haben, ist alles klar. Aber ich würde mich freuen, wenn es nicht Vorwürfe gäbe, sondern wenn man sagt, also das beruht da und darauf, die das machen, machen das in gutem, auf gutem Niveau.
kann ich jedenfalls für Deutschland sagen. Und alles andere müsste man durch Zahlen erstmal beweisen, wer da auf welchem Niveau stehen geblieben ist. Da würde ich jetzt doch so ein ganz kleines bisschen für meine Kollegenschaft sprechen und Kolleginnenschaft. Da bitte ich Sie, nicht so in so eine Dinge zu verbreiten. Das wäre schön. Ja, also gut, das ist dann eine Verantwortung, die müssen Ärzte eben dann selber tragen oder selber wissen, welche Methoden sie anbieten. Mein Punkt war eben wirklich mehr, was nochmal dieses Plädoyer war dafür, welche Informationen geben wir den Frauen? Also haben die wirklich die Wahl, die Methoden zu wählen, zu wissen, welche Methoden sind eben nicht mehr zeitgemäß, haben Nebenwirkungen oder habe ich Zugang zu den Methoden, die wirklich up-to-date sind? Ne? Also das ist ja, es geht wieder um diese Informiertheit einfach, was für eine Wahlmöglichkeit hat die Frau darin, diese Methode meiner Wahl zu finden. So, ne? Ja, dann vielen Dank schon mal. Und dann würde ich jetzt im Anbetracht der Zeit noch eine letzte Frage einfügen. Und zwar meinte vorhin eine Teilnehmerin an den Herrn David, dass Deutschland die internationalen Verträge nicht erfüllt, die es unterzeichnet hat. Dass das auch zu beachten wäre. Da weiß ich jetzt allerdings nicht genau, welche internationalen Verträge gemeint sind. Vielleicht wissen Sie ja, worum es geht. Das bin ich jetzt überfragt. Habe ich in Diskussionen zu dem Thema, den ich jetzt so ungefähr 1,5 bis 2 Jahre hier und da immer angehöre, wüsste ich jetzt nicht, worum es da gehen soll. Also ist auch nicht, dass die WHO irgendwelche Forderungen gestellt hat, ist mir auch nicht bekannt. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Da bin ich gespannt, was Sie mir jetzt sagen, Frau Diel. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, ich weiß ja, dass die UN-Frauenrechtskonvention halt öfter mal Deutschland abgemahnt hat, weil Deutschland halt unnötige Hürden im Zugang zum Schwangerschaftsabbruch setzen durch das Gesetz. Also ich weiß nicht, ob das gemeint war, aber diese Anforderung. Das ist ein Wunsch oder eine Empfehlung, das ist kein Vertrag. Aber ich wüsste nicht, ist auch undenkbar bei dem Bundesgesundheitsminister, der wird doch nicht vertragsbrüchig sein. Das geht ja gar nicht. Undenkbar. Also ich nehme es gerne mit in irgendwelche Runden und versuche das rauszubekommen. Ich weiß aber, dass vieles aufgrund des Paketes, was rund um die 219a-Diskussion ist auf dem Weg ist. Dazu gehört dieses große Forschungsprojekt, was jetzt startet oder gestartet ist. Dazu gehört eine Leitlinie für den Schwangerschaftsabbruch, den sich verpflichtet hat, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe auf den Weg zu bringen, für die ich ja hier sitzen und sprechen durfte. Und wir haben uns verpflichtet, als Berufsverband bzw. als Deutsche Gesellschaft für dieses Fach entsprechende Fortbildungen jährlich anzubieten, die verschiedenen Methoden, die up-to-date sind, des Schwangerschaftsabbruchs eben den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Fortbildung anbieten. Und das ist ein Paket, was geschnürt wurde, eben auch als Kompromiss zwischen SPD und CDU. Und das ist alles auf dem Weg und alles in der Umsetzung. Also was das betrifft, bin ich schon wieder beim halb vollen Wasserglas. Ja, vielen Dank, Herr David. Dann würde ich so lange